Was geht ab, Freunde? Bevor der Film beginnt, möchte ich nur mal kurz sagen, der Film wird auf jeden Fall einige Zeit in Anspruch nehmen, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch auf jeden Fall was zu essen und trinken holt und ansonsten lehnt euch auf jeden Fall zurück und gönnt euch das ganze Video bis zum Schluss. Ich werde im Live-Chat die ganze Zeit mit dabei sein, es steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin, deswegen schaut euch das Video gerne bis zum Ende an. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne noch ein Like da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde sagen, lehnt euch auf jeden Fall zurück und gönnt euch das ganze Video bis zum Schluss. Es würde mich mega krass freuen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit Fortnite, der Film. Achso, und was auch noch wichtig ist, am Ende gibt es auf jeden Fall noch eine fette Überraschung. Das könnte auf jeden Fall einige von euch erfreuen. Deswegen ja, Freunde, wir sehen uns dann nochmal am Ende. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, okay, jetzt habe ich hier noch meinen Koffer hingetragen. Mein Teddy ist auch mit dabei. Ey, Mann, ich habe schon ein bisschen Rückenschmerzen bekommen vom ganzen Tragen, Mann. Und, freust du dich schon auf den letzten Tag hier bei uns? Oh, der Waisenhausleiter. Ja, Mr. Sir, ich freue mich schon. Ich muss ehrlich sagen, es war echt eine schöne Zeit mit euch und den ganzen anderen Waisenkindern. Und ich wollte mich nochmal bedanken. Ihr wart echt immer wie eine Familie für mich. Alles gut, wir werden dich auch auf jeden Fall vermissen. Hast du schon alles hier eingepackt? Ja, eingepackt. Ich habe schon alles. Ich habe meine ganze Unterwäsche. Ich habe meine Stone Island Hoodies. Oh, es klingelt. Oh Mann, ich bin so gespannt auf meine neue Familie, Mann. Und ich glaube, mein Vater kommt. Schönen Tag, mein Freundchen. Wo ist denn der liebe Orks? Ich will ihn gerne abholen, mein Der steht hier. Hallo, ich bin's. Hallo, sind Sie mein neuer Vater? Ja, ich bin der neue Vater. Wunderschön bist du, genauso wie auf den Bildern, ne? Dann trage ich deine Koffer ins Auto und dann gehen wir direkt nach Hause, ne? Okay. Darf ich denn auch meinen Teddy mitnehmen? Das ist der Gustav. Ja, natürlich kannst du mitnehmen. Ich sag die Koffer ins Auto, du kannst schon mal dich ins Auto setzen, okay? Okay, danke schön. Ich freue mich so auf meine neue Familie. Okay, dann, schönen guten Tag, schönen Tag euch, Waisenkinder. Hey, Mann, ich freue mich so. Tschüss. Guck mal, Sohn, bist du schon fertig? Ja, ich bin fertig, wir können losfahren. Hast du die ganzen Sachen in den Kofferraum reingetragen? Ja, die sind hier in der Tasche. Also komm, fahren wir los, mein Freundchen. Okay, ich bin so gespannt, Mann. Oh mein Gott, jetzt geht's einfach ins neue Zuhause. Ja. Jetzt geht's in ein neues Zuhause, mein Sohn. So, mein Sohn, Mann, sind wir hier am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen. Jetzt gehen wir mit dem Zug weiter, ne? Also das Auto lassen wir hier. Okay, aber was passiert denn mit dem Auto? Wann kommt das denn auch mit? Oder wie wird das gemacht? Das wird uns geliefert. Was? So viel Geld habt ihr? Ja, Geld spielt keine Rolle, mein Freundchen. Und zwar heute ist dein Glückstag. Du darfst dir alles aussuchen, was du willst. Wie? Meinst du das ernst? Ich darf mir alles aussuchen, was ich will, oder wie? Du bist mein Sohn jetzt. Echt jetzt? Ja, such dir, was du willst. Okay. Entschuldigen Sie, Mister. Ja, bitte. Ich hätte gern einmal eine Cola Zero, eine Cola Sprite und eine Cola Pfefferminztee. Alles klar, bekommen Sie. Wissen Sie was? Tun Sie noch mal einen Red Bull drauf. Im Red Bull darf ich trinken? Im Waisenhaus durfte ich nur Orangensaft trinken. Nein, alles gut. Ja, noch einen Red Bull dazu, mein Freundchen. Okay, danke schön. Ja. Ich trinke dann kurz aus. Okay, Papa, das war echt lecker. Danke schön. Ja, dann bezahle ich noch mal. Wie viel macht das jetzt denn? Ja, einmal 5,99 Euro. Ja, hier 100 Euro, den Rest können Sie behalten, ne? Wie jetzt? Du gibst einfach 100 Euro? Okay. Also, wir fahren jetzt echt mit dem Zug. Ich bin noch nie mit dem Zug gefahren, Papa. Ja, wir müssen aber erstmal noch kurz die Tickets kaufen, ne, mein Freundchen, ja? Wie viel kosten die Tickets? Da steht doch da 6,99. Ach, ja. 60 Euro, den Rest können Sie behalten, mein Freundchen, ne? Okay. Guten Tag noch. Papa, ich freue mich so, ich bin noch nie mit dem Zug gefahren, Mann. Alles gut, mein Sohn. Wie ist das, wie so ein Zug? So? Boah, aber hier stinkt's voll. Ist das normal am Frankfurter Hauptbahnhof? Ja, das ist normal. Die Direktpenner sind hier meistens immer. Aber weißt du was, wir haben einen VIP-Platz ganz vorne. Okay, dann setze ich mich direkt hin. Unsere Gepäcke sind auch schon da, das ist ja cool. Okay, ich setze mich direkt hin. Dad, wie lange dauert das denn? Wann kommt der denn endlich? Ach, keine Ahnung. Unglaublich, wir sind hier einfach alleine in der Bahn. Ah, ich glaube, der kommt. Ist das nicht der Typ? Ja, endlich wird auch mal Zeit, ne? Ja, endlich, Mann. Ey, ich bin so gespannt auf Zugfahren, Mann. Oh mein Gott, Dad, ich bin so gespannt, Mann. Alles gut. Wenn was ist, du kannst dich an mir festhalten. Okay. So, meine lieben Gäste, wir sind hier am Frankfurter Bahnhof. Ey, ich bin so gespannt, Mann. Jetzt geht's endlich los, Mann. Papa, es geht endlich los, Mann. Bleibt mit eurem Papierchen Sitzen fest, ne? Oh, fahren wir mal endlich los, mein Freund, ne? Ich weiß nicht, Papa, es sollte jetzt langsam mal losgehen, Mann. Ey, siehst du das? Es geht langsam los, Mann. Der Zug bewegt sich langsam, Mann. Oh, es geht los! Oh, wir fahren ja. Oh, wir fahren ja voll schnell, Mann. Okay, wie lange müssen wir jetzt fahren, Papa? Ich glaube, das sind nur 20 Minuten. Wir fahren hier mit 300 km/h.
Okay. Und wie warst du bei dir im Waisenhaus? Ja, ich muss ehrlich sagen, es war da echt schon gut, aber es war da echt schon sehr, sehr schäbig, weil das ist ein echt altes Waisenhaus. Das wurde, glaube ich, damals 1937 errichtet. Und ja, ich weiß nicht, wie ist denn euer Haus? Ist das groß? Es ist ein sehr, sehr großes Haus. Und wie sieht's bei dir mit Schule aus? Schule sehr gut. Bin auf dem Gymnasium, hab einen 1-1er Schnitt. Ja, das hört sich doch gut an, aber ach, Gymnasium, das sind was für die Schwachen. Ich schick dich auf die Privatschule. Echt, jetzt auf eine echte Privatschule? Natürlich, da kommen nur die Reichsten aller Reichsten hin. Okay, Dad, ich bin schon gespannt. Ich leg mich ein bisschen hin, ja? Ja, alles gut. Kannst dich auch gerne auf meinen Schoß legen. Okay, gute Nacht, Papa. Gute Nacht. Oxy, aufstehen. Was ist denn los, Dad? Warte mal. Wir sind zu Hause angekommen. Was, wir sind schon da? Was ist das bitte für ein großes Haus? Hier wohnen wir, oder wie? Ja, das sind nur 600 Quadratmeter, ist doch nicht so viel. Was, das ist ja wahnsinnig groß. So groß war nicht mal das gesamte Waisenhaus und wir waren da zu 100 oder sowas. Echt jetzt, Dad? Ja, komm, mein Sohn. Okay. Ja, das ist so unreal, ich freue mich total. Okay. Komm rein. Alter, wie groß ist das denn bitte hier? Das ist ja wunderschön hier, Mann. Ja, da hinten ist eine Mutter, die kannst du dann direkt begrüßen. Wie, meine Mom, meine Stiefmutter? Ja, genau. Ach, Stief gibt's hier bei uns nicht. Nenn uns einfach Mama und Papa, okay? Okay. Da ist ja mein neuer Stiefsohn. Na, wie geht es dir? Bist du gut angekommen? Ja, Mama, ich bin sehr gut angekommen. Ich bin echt froh, dass ich hier sein darf. Nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Ich gehe gerne. Es gibt dann später auch gleich Essen, okay? Okay. Darf ich mich denn schon mal im ganzen Haus ein bisschen umsehen? Ist das in Ordnung? Ja, mach das. Schau dir mal an. Okay. Show, ne? Ja, danke schön. Alter, hier ist sogar ein riesiger Fernseher und alles. Und hier, die haben was? Die haben einen Keller und einen weiteren Stockwerk. Warte, ich geh mal hier hoch. Alter, das ist ja wunderschön. Ey, da bist du ja, mein neuer Bruder. Schon viel von dir gehört. Wie neuer Bruder? Warte mal, bist du der Bruder hier? Warte, bist du der Sohn von Mareike und von Stefan? Ja, und du bist jetzt mein Bruder. Ey, soll ich dir alles, mein ganzes Zimmer zeigen und so? Ja klar, gerne. Komm, cool. Ihr habt voll das große Haus, Mann. Ja, und ey, lass dich drücken. Du bist jetzt mein Bruder. Okay. Wo ist denn dein Zimmer, wenn ich fragen darf? Mein Zimmer ist hier vorne. Hier ist dein Zimmer. Oh, was? Das ist ja voll groß. Warte, ist der Teddy für mich? Der Teddy ist für dich, Mann. Den habe ich extra für dich gekauft, Mann. Was? Echt jetzt? Oha, der ist ja voll groß. Ey, vielen, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass ihr wisst, dass ich so auf Teddys... Ich wusste gar nicht, dass ihr wisst, dass ich so sehr Teddys mag. Kein Problem, du weißt, unsere Familie ist reich, Mann. Wir werden dir alles kaufen. Alles, was du dir wünschst, werden wir dir kaufen, Mann, okay? Alter, echt, vielen, vielen Dank. Du fühlst dich schon an wie ein richtiger Bruder. Echt, Mann, dankeschön. So, und Bruder Herz, ich habe auf jeden Fall hier auch einen riesengroßen Flachbildschirm für dich. Heute Abend ist sogar ein Fußballturnier und das können wir auch zusammen schauen. Okay, lass das auf jeden Fall machen, Mann. Das wird Kinder, so cool. Essen! Essen ist fertig, komm runter. Okay. Warte, ich mach hier die Tür zu. Ja, immer am besten für dich, natürlich. Boah, ey, dankeschön. Ihr habt ja so viel Essen gemacht, Mann. Kuchen... Nee, und das ist ja echt nett. Vielen, vielen Dank. Ich schätze das echt wert. Dankeschön. Im Waisenhaus hatten wir das damals nicht. Da haben wir immer nur Bohnen bekommen und Reis. Schatz, wo ist denn noch unsere Tochter? Ach ja, wo ist die denn nochmal? Wie jetzt? Ja, ich glaube, die ist draußen im Pool. Ey, ihr habt eine... Warte, wie heißt die überhaupt? Ich heiße Kevin, und du? Ich bin Orksi. Warte mal. Ihr habt eine Tochter? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich mag sie nicht. Wie, du magst sie nicht? Also, deine Schwester magst du nicht, oder wie? Ja, die ist voll nervig, Mann. Deswegen nerv ich die immer. Oxy? Ja? Holst du deine Schwester rein? Wo ist die denn? Ich dachte, die wäre oben in ihrem Zimmer. Nee, die ist da draußen im Pool. Wie, ihr habt einen Pool? Was? Ach, das ist Lava im Pool. Das ist einfach nur Wasser. Alles gut. Komm, hol sie ab. Später können wir zusammen schwimmen. Okay. Ich geh direkt hin. Alter, ich wusste das gar nicht. Warte, das ist die Schwester oder was? Die... Wow. Die ist ja voll hübsch, Mann. Warte, ich geh mal hin. Entschuldigung, hallo? Hörst du mich? Hallo, bist du mein neuer Bruder? Ja, hi, ich bin der Oxy. Und wie heißt du? Ja, ich bin Luisa. Willst du mit in den Pool? Das liebend gern, aber wir... Also, unsere Eltern haben Essen gemacht. Wir müssen jetzt was essen gehen. Ach so, ja, okay. Okay, dann komm direkt mit... Alter, sie ist voll hübsch, das wusste ich gar nicht. Boah, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keinen Hunger mehr, Mann. Ich bin so voll. Hat euch denn das Essen geschmeckt wenigstens? Ja, Stiefmutter. Ich meine, Mama ist sehr lecker geworden. Dankeschön fürs Essen. Okay, Mama, ich und Oxy sind satt. Können wir vielleicht
hoch in unsere Zimmer und ein bisschen zusammen zocken. Ja, aber nicht die ganze Nacht, okay? Ach, meine Kinder. Ja, kein Problem. Heute ist eine Ausnahme, heute dürft ihr die ganze Nacht machen, was ihr wollt. Okay, danke schön, danke schön. Papa, können wir jetzt auf unsere Zimmer gehen und zusammen zocken? Ja, viel Spaß, ne? Okay, komm, Oxy, komm mit, Mann. Das wird richtig spaßig. Ja. Okay, dann bis später. Bis später, Luisa. Okay. Dann los, jetzt abhoch. Ja, ich komme. Und? Oh, du hast 1-0 geschafft. Och, Mann. Aber du hast dich ehrlich schon verbessert, Mann. Was machen die Jungs da eigentlich oben? Ja, die sind doch oben und zocken jetzt. Ich hab denen doch erlaubt, dass sie die ganze Nacht zocken dürfen. Oh nee, du weißt doch, der darf schon nicht erfahren, warum er wirklich hier ist. So, ja, stimmt ja, dann geh mal hoch, oder? Ja, ich geh mal hoch und sag denen, dass sie mal schlafen gehen sollen. Ja. Und, ach Mann, verloren. Ey, Gigi, du bist echt gut in FIFA, Mann. Okay, die Mama kommt, was ist denn los? Könnt ihr langsam ausmachen? Morgen ist ja ein neuer Tag, da könnt ihr ja wieder spielen. Also geht jetzt bitte schlafen? Nein, Mama, bitte. Ich hab doch gerade erst... Nein, keine Diskussion. Jetzt wird ausgemacht. Ey, okay, ey, aber Ox, morgen früh spielen wir weiter, okay? Ja, okay. Soll ich dann hier schlafen oder wo schlafe ich? Ja, du schläfst hier. Ich schlaf da neben dir. Okay, dann gute Nacht, ne? Gute Nacht. Dir einen guten Nachtkuss? Dir auch gute Und Nacht. Und dir einen guten Nachtkuss. Schlaf schön. Ach, gute Nacht. Hey, Oxy. Was ist los, Mann? Wir haben es 12 Uhr in der Nacht. Wer ist da? Was ist denn los? Luisa, was machst du da unten? Komm mit. Warum? Wir haben es doch 12 Uhr in der Nacht. Okay, ich komm mit. Hey, was ist denn los? Kevin schläft noch. Nicht, dass er noch wach wird. Nein, egal. Er merkt das eh nicht. Okay, ich mach die Tür zu. Was ist denn los, Luisa? Komm einfach mit. Okay. Ey, wir haben es so spät. Ich kann kaum meine Augen öffnen. Warte, ich mach mal die Tür zu. Ey, du hast voll das schöne Zimmer. Dankeschön. Wollen wir vielleicht zusammen Netflix gucken? Hä, wie Netflix gucken? Um 12 Uhr? Wie meinst du das? Naja, wir müssen uns doch noch besser kennenlernen und so. Hä, wie kennenlernen? Naja, halt besser kennenlernen. Okay, dann wo schauen wir denn Netflix? Hä? Ja, komm schon her. Okay. Ich bin echt müde. Wollen wir vielleicht kuscheln? Kuscheln? Okay. Was ist hier los, Mann? Wo bin ich hier? Oh nein, warte mal. Ich bin nicht ernsthaft in dem Zimmer von meiner Stiefschwester mit ihr auf der Couch eingeschlafen. Ey, das Schwester kann doch nicht Herz. Sein, Mann. Nein, ihr Bruder weißt kommt. Du, wo Oxy ist? Kevin, was geht ab? Suchst du deine Schwester oder was? Warte mal, was machst du in dem Zimmer von meiner Schwester? Deine Schwester, die ist unten, Bro, die ist in der Küche, die ist, glaube ich, draußen, die hat mich darum gebeten, dass ich ihr die Hausaufgaben hole. Genau, ich muss ihr Mathe geben. Genau, ich hab's gerade gesucht. Okay. Also, ja, genau, ist das genau. Dein Ernst? Sie ist hier nicht. Alles gut. Komm. Alles gut, die ist hier nicht. Warte mal. Ich muss meine Schwester erlauben, nicht mit mir in ihr Zimmer zu gehen und dich schon? Ja, das ist was anderes, weil du weißt ja, dass ich sehr, sehr gut im Deutsch bin und deswegen, ich muss ihr halt ihre Deutschaufgaben geben, weißt du? So, ja, okay. Ich wollte eh noch in ihr Zimmer gehen und ihr Controller ausleihen, weil wir FIFA heute spielen. Ja, FIFA, genau. Ja, genau. Geh in dein Zimmer, ich komm gleich, ja? Ich komm gleich. Alles gut. Okay. Oxy, ich warte auf dich, ja? Ja, bis später, Bro. Oh mein Gott, Freunde, das war so knapp, Mann. Der darf das niemals erfahren, was ich mit seiner Schwester gerade... Nein. Ist sie überhaupt wach? Sie schläft ja noch. Okay, ganz leise, Mann. Ich muss ganz leise den Controller hier nehmen. Okay. Jetzt muss ich hier ganz schnell weg, Mann. Ganz schnell weg hier einfach, Mann. Oh, schmeckt euch das Essen? Ja, Stiefbärch, mein Vater. Das Essen schmeckt echt sehr, sehr gut. Dankeschön, auch an dich, Mama. Ist echt lecker geworden. Ja, und wie warst du deine erste Nacht im Bett bei uns zu Hause? Meine erste Nacht, also... Ach so, stimmt, ey, Oxy. Ja, Kevin? Mann, warum warst du eigentlich heute Morgen nicht da? Wie nicht da? Ich bin aufgestanden, wollte aufs Klo heute Morgen und auf einmal war er nicht da. Warte mal, du hast nicht in deinem Zimmer geschlafen? Doch, ich habe im Zimmer geschlafen, aber ich musste halt morgens direkt zu Luisa, weil ich musste ihr bei den Hausaufgaben helfen, wisst ihr? Bei den Hausaufgaben helfen? Apropos Luisa, wo ist die eigentlich? Wo ist sie? Stimmt ja, ich habe sie auch heute noch nicht gesehen. Ist man da? Da ist sie ja. Ja, Erklärung bitte. Wieso hast du lange gebraucht? Ja, ich habe meine Aufgaben sortiert. Meine Aufgaben, ja. Genau. Okay, dann guten Appetit, Familie. Ja, guten Appetit. Mann, die dürfen das niemals herausfinden, Mann. Na, Kinder, seid ihr endlich fertig mit dem Essen? Hat es euch geschmeckt?
Ja, der ist echt lecker geworden. Dankeschön, dankeschön. Da müsst ihr euch einmal bei eurer Mutter bedanken. Einmal bitte alle klatschen. Ja, dankeschön. Mama, du bist echt die Beste. Du hast so lecker gekocht. Echt, vielen, vielen Dank. Ich gehe jetzt in den Pool. Oxy, willst du mitkommen? In den Pool? Ja, gerne, gerne, gerne. Papa, dürfen ich und Luisa in den Pool gehen? Natürlich, dürft machen, was ihr wollt. Okay, 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 okay. Komm, wir gehen direkt in den Pool. Warte mal. Ja, Kevin, Oxy, was ist denn los? Du hast mir doch versprochen, dass wir jetzt zusammen Fortnite spielen. Ja, aber ich wollte doch jetzt mit Luisa in den Pool gehen. Nein. Können wir das nicht auf heute Abend bitte verschieben? Ja, ich dachte, wir machen immer alles zusammen. Wir machen heute Abend, okay? Ich gehe jetzt erstmal mit Luisa in den Pool. Okay, bis später, Bro, bis später. Okay, wir machen jetzt, wer erstmal im Pool ist. Okay, ich werde dich einholen. Komm, lauf doch. Ey, du bist zu langsam, Mann, du bist zu langsam. Okay, komm, spring zuerst. Ey, warte, ich mache jetzt eine Arschbombe. Warte. Und... Ey, Freunde, Mann. Ich dachte, Oxy wird mein bester Freund, ein Bruder, für immer. Und wird mit mir alles zusammen machen. Aber anscheinend mag er meine Schwester lieber. Und ist lieber mit ihr dort. Und hat Spaß. Mann, guck mal, die haben so viel Spaß. Und ich bin jetzt ganz alleine. Was soll ich denn jetzt machen? Das kann nicht sein. Mann, ich glaube, er mag einfach meine Schwester lieber. Und ist viel zu alt für mich, Mann. Jetzt bin ich für immer alleine. Mann, Freund, ich wollte doch mit ihm zusammen Fortnite spielen. Er hat es mir versprochen. Wie kann er nur? Mensch... Ach, egal. Warte mal, hört ihr das? Das ist doch in dem Zimmer von meiner Schwester. Warum klingelt dort sein Handy? Warte mal, ist das Oxys Handy? Stimmt, er war ja heute Morgen im Zimmer und hat sein Handy dort liegen gelassen. Ich schau mal, was jetzt. Wer ruft da an? Jonas? Das ist doch bestimmt einer aus dem Waisenhaus von ihm früher. Ich geh mal ran. Vielleicht weiß er ja, wie ich Oxy beeindrucken kann und sein bester Freund werde. Hallo? Oxy, was geht? Und zwar, ich wollte dich fragen, wie geht's dir so in deiner neuen Familie? Und ja, auf jeden Fall, du hast mir gesagt, du hast eine Stiefschwester, dass du die ganz hübsch findest. Läufst du mit der? Und du hast gesagt, die willst du dir vielleicht so klären oder so. Und dass du sogar in ihrem Zimmer geschlafen hast. Warte mal, ich muss meine Stimme verstellen. Oxy, hallo? Ja, hallo? Hallo? Jonas? Herr Oxy, bist du krank oder wieso hörst du dich so komisch an? Ja, ich habe mich erkältet letzte Nacht. Ach so, ja. Und wie läuft es mit deiner Stiefschwester? Welche meinst du denn? Ja, Luisa, wer denn sonst? Ach so, warte mal, was habe ich dir da mal erzählt? Ich war erkrankt, deswegen, ich habe es schon vergessen. Also du hast mir erzählt, dass du in ihrem Zimmer warst, mit ihr gekuschelt hast und dann, dass sie auf deiner Brust eingeschlafen ist und dass du jetzt irgendwie was für sie empfindest. Mann. Hey, Bro, hallo? Was ist denn los mit dir heute? Du redest voll komisch zu mir. Hat deine Familie irgendwas gemacht? Soll ich dir helfen? Nein, alles gut, Mann. Bro, du weißt, wir kennen uns schon lange. Wenn was ist, sag mir Bescheid. Ich bin wie dein bester Freund. Das kann doch nicht sein. Als ob Oxy was mit meiner Schwester hat. Deswegen macht er nichts mit mir. Ja, ich muss auflegen. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, wenn du Hilfe brauchst wegen der Stiefschwester, kannst du mich anrufen. Ich helfe dir mal, okay? Nein, alles gut. Ich will sie nicht mehr. Was? Ja, okay. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Ey, Freunde. Was hat er mir gesagt? Ich dachte, wie kann er nur? Wie kann er nur, Mann? Ich dachte, wir wären Brüder. Das ist kein richtiger Bruder. Sie sind doch Geschwister. Wie kann er überhaupt mit dir zusammen sein? Guck mal, wie viel Spaß die haben. Und ich bin hier ganz alleine. Er wird schon sehen, Mann. Ich werd mich rächen an ihm. So wie er an mir, so ich ihm, Mann. Das müsst ihr euch merken, Freunde. Sie darf mich ja nicht finden, Mann. Ich muss hier ganz leise sein unter Wasser. 27, 28, 29, 30. Eckstein, alles muss versteckt sein. Sie findet mich niemals, Mann. Sie findet mich niemals. Ey, nein, sie sucht mich unter Wasser. Warte, ich kenne mich, ich muss raus. Oh, ich brauche... Oxy, ich hab dich. Ja, okay, du hast mich gefunden. Du kannst ja voll wenig die Luft anhalten. Ja, wenigstens habe ich es versucht, Mann. Und ich war voll lange unter Wasser. Ich war bestimmt 20 Sekunden unter Wasser. Ja, okay, kann möglich sein. Aber irgendwie kriege ich Hunger. Ja, ich auch irgendwie. Wollen wir in die Küche gehen? Ja, komm, lass was essen gehen. Okay. Ich meine, ich mag sie so sehr, Mann. Ey, warte, ich muss noch mit dir reden. Luisa, warte mal. Ich muss dir noch was sagen. Also das, was halt letzte Nacht so passiert ist, das muss halt wirklich unter uns bleiben und dass wir uns halt so ein bisschen mehr mögen, weißt du? Ja, aber wer soll das so ein bisschen mitkriegen? Ich hab nicht, dass das irgendwie Kevin, dein echter Bruder, oder sowas herausfindet, weil ich hab echt Angst, dass das irgendjemand rausfindet und ich mir dann die ganze Chance hier vermasselt, weil ich mag dich echt sehr schon. Okay, sag jetzt mal eine wichtige Sache über Kevin. Er ist nicht gerade der Hellste, also ich würde das eh nicht checken. Meinst du, aber ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen blöd, weil du bist ja seine Schwester auch, weißt du? Nein, wir mögen uns doch und wir werden das schon schaffen. Ja, okay, wenn du meinst. Komm jetzt, wir gehen was essen. Okay, dann komm. Ey, der Kuchen schmeckt echt lecker. Und wie schmeckt dir dein Tee? Ja, auch voll gut.
Okay, okay, perfekt. Ey, da kommt Kevin. Kevin, Bro, alles klar bei dir, Mann? Was hast du oben die ganze Zeit gemacht? Ich war jetzt die ganze Zeit mit Luisa im Pool. Ey, wie geht's dir, Bro? Ey, was willst du von mir, Mann? Das interessiert dich doch eh nicht. Geh wieder zurück zu meiner Schwester. Hä, wie, das interessiert mich nicht? Kevin, warte doch mal. Kevin, hey, was ist denn bitte los mit dem? Warum ist er so blöd zu mir? Luisa. Was ist mit Kevin los? Warum ist er so blöd zu mir? Keine Ahnung, vielleicht ist er ja eifersüchtig. Ja, warum sollte er denn eifersüchtig sein? Ich verstehe das gar nicht. Keine Ahnung, er hat voll geprahlt, als du neu, also direkt hierher gekommen bist. Aber er meinte mal zu mir, dass er mich mag und sowas. Ich verstehe das gerade gar nicht. Ja, wollen wir dann vielleicht mein Zimmer gehen und kuscheln? Ja klar, können wir machen, aber was denn mit Kevin? Keine Ahnung, er wird schon allein zurechtkommen. Ja, okay, dann lass in dein Zimmer gehen, komm mit. Oh Mann, Freunde, ich bin so traurig. Kevin, alles gut bei dir? Ja, Mama, eigentlich alles gut. Aber du bist immer so in den letzten Tagen so träge. Was ist denn los? Ja, obwohl, Mama, ich sag dir, eigentlich ist nichts gut, Mann. Du siehst doch Orksi, schau mal, der ist dort vorne mit meiner Schwester. Ich habe ihn heute gefragt, ob wir zusammen spielen. Er hat es mir versprochen. Und dann ist er einfach weggegangen und mit meiner Schwester in den Pool gegangen. Du, Kevin, das musst du mit deinem Bruder ausmachen, solange die da oben nicht brüderliches und geschwisterliches machen. Ist ja alles gut? Mama, ich sag dir ganz bestimmt, die werden bestimmt da oben irgendwas machen. Komm mit, Mann. Oha, das ist voll gemütlich neben dir. Ja, bei dir auch voll. Und ich muss ehrlich sagen, das ist voll die coole Serie, Mann, diese neuen Videos von Vlogs. Die ist echt voll witzig, Mann. Ja, ich glaube, meine Mutter kommt. Versteck dich unter meinem Bett. Wie deine Mutter kommt? Okay, ich versteck mich unter dem Bett, ja? Okay, schnell unters Bett, Mann. Komm, Mama, ich zeig's dir. Die machen bestimmt hier alles zusammen und mit mir machen die nichts. Die schießen mich einfach aus. Oh, dann mach mal die Tür auf. Komm, ich mach die auf. Oxy, du bist doch hier. Ach, boah, Kevin, was willst du denn hier? Du, sei nicht so böse zu deinem Bruder, okay? Der fühlt sich nur ausgegrenzt von euch. Ist ja, wirklich so, Mann. Wie von uns? Hier ist keiner. Ich bin hier alleine, okay? Jetzt geh doch einfach raus und nerv mich nicht. Ich nerv dich gar nicht, Mann. Du, sag du die Wahrheit. Orksi ist hier. Der ist doch mit dir hier hochgegangen. Wo ist der? Hä? Was? Nein, er ist zwar hochgegangen, aber er ist nicht hier. Wo ist er dann? Komm, erzähl mir, wo er ist. Weiß ich doch nicht. Mann, der ist doch bestimmt hier irgendwo vorne. Weißt du, hier unter der Decke? Oh, Mann, hier ist der nicht. Der muss hier sein. Mama, ich sag dir ganz ehrlich, Mann, die haben alles ohne mir gemacht. Die waren dort vorne beim Pool und haben mich einfach ausgegrenzt, Mann. Das wirst du schon sehen, was du davon hast. Der ist bestimmt hier hinter dem Teddybär. Wir waren nur einmal im Pool. Was ist daran? Kevin, hör jetzt auf. Und du hast wieder meine Zeit verschwendet. Ich musste eigentlich schon lange kochen. Mann, geh sofort auf dein Zimmer. Schwester, Mann, ich hasse dich. Ich hasse dich. Oxy, du kannst rauskommen, sie sind weg. Bist du dir sicher, dass die weg sind? Ja, wirklich. Ja, okay, helf mir, dann komme ich hier raus. Ah, okay. Ey, danke schön, ey, das war da unten so eng, Mann, da unten war einfach eine Spinne. Echt? Oh, dann muss ich da noch sauber machen. Ja, ist ja nicht schlimm, so schlimm war es da unten ja gar nicht. Ey, die dürfen das echt nicht herausfinden mit uns beide, das weißt du schon, oder? Kümmere dich nicht weiter drum. Wir gehen jetzt wieder Netflix gucken und ich muss dir einfach sagen, ich mag dich aber gerne. Ja, Luisa, ich mag dich doch auch, aber das darf wirklich keiner aus der Familie hier erfahren. Das hab ich schon so oft gesagt. Ja, ich weiß. Aber was sollen wir denn machen? Wir mögen uns doch. Können wir nicht vielleicht einfach in irgendein anderes Land zusammenfliegen und dann einfach komplett weg hier? Das geht doch nicht. Wir können doch hier nicht weg. Okay, dann bleibe ich halt hier. Lass uns was essen gehen. Oh, unser Vater. Er will wirklich was essen gehen. Okay, komm mit, Stiefschwester. Lass uns direkt was essen gehen. Ey, ich hab so Hunger, Mann. Komm mit. Papa, ich komm ja schon runter. Ich komm ja schon. Was hast du gemacht? Ach so, ja, was ich gemacht hab, ne? Lasagne, oha, geil, darauf hab ich voll Lust, Mann. Okay, dann lass direkt hinsetzen. Und Kevin, alles klar bei dir? Geht's dir wieder besser, Bro? Kevin, warum redest du nicht mit mir? Ich versteh's nicht, Mann. Komm mal, Bro. Bitte. Oh, genau, ich geh kurz aufs Klo, bis gleich. Okay. Kevin, schau mal, Bro. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du mich nicht mehr magst oder so. Kann das echt sein? Schau mal, ist dir nicht aufgefallen? Ich wollte heute Morgen mit dir spielen, ein paar Runden zocken, Fortnite. Und du hast direkt Nein gesagt. Du bist lieber mit meiner Schwester in den Pool gegangen. Ja, okay, Bro. Ich muss dir was sagen. Luisa, ich komm gleich wieder. Ja, komm mit. Ey, Bro, ich muss dir echt was beichten, Mann. Schau mal,
Ja, Kevin, man hör mir zu. Irgendwie habe ich mich halt ein bisschen in deine Schwester verliebt, weil ich mag sie halt echt sehr gerne und sie mag mich auch, weißt du? Ja, ich weiß, Oximon, das hat mir auch so einer aus deinem Heim erzählt, der hieß Johannes oder so. Mann, aber du darfst mich halt nicht vergessen bei der ganzen Sache. Ja, Bro, ich werde dich nicht vergessen, Mann. Das waren jetzt nur die ersten Tage, okay? Ab jetzt werden wir immer Bros for Life sein, okay? Ich werde immer bei dir bleiben. Versprochen. Nur das Ding ist halt, mit deiner Schwester ist halt was ganz Besonderes zwischen uns, weil ich mag sie halt echt sehr gerne. Sie ist halt so ein richtig wunderschönes Mädchen, weißt du? Ja, ich weiß, es ist halt jetzt deine Stiefschwester, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, sie hat halt einen Freund. Hä, wie sie hat... Okay. Ich gehe kurz an die Tür, ja, es hat geklingelt. Hä, wie sie hat einen Freund, ja. Mann, das kann doch gar nicht sein, Mann. Ich dachte, wir sind zusammen, wir mögen uns. Okay, warte mal. Ja, hallo, wer ist da? Ach, hi, ja, ich bin der Freund von Luisa. Ist sie vielleicht zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Oh, jetzt. Schatz. Ah, da bist du ja endlich. Ich hab dich schon richtig vermisst. Ich dich auch. Hä, wie? Ja, ich wusste gar nicht, dass du einen Freund hast. Hä, ja, ist das denn ein Problem? Nein, alles gut. Ach, und du bist doch Orksi aus dem Heim, oder? Ja, ich bin aus dem Heim. Ich wurde adoptiert hier in die Familie. Warum? Hast du überhaupt richtige Eltern oder so? Ja, natürlich habe ich richtige Eltern. Was ist das für eine Frage? Warum lachst du? Ich habe richtige Eltern. Ja, okay. Schatz, du bist so lustig. Aber lass uns erstmal reingehen. Das ist doch nicht ihr Ernst, Mann. Was bitte mit denen? Meine Mutter kommt. Luisa und dein Freund auch hier. Dann geht mal erstmal nach oben, ihr beiden. Ja. Hä, wie, die gehen jetzt einfach nach oben? Warte, ich frag mal Mama, was da los ist. Mama, darf ich wissen, wer der Junge ist? Das ist Luisas Freund. Hä, wie, das ist Luisas Freund? Ich dachte, sie wäre Single. Nein, die sind jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Was, seit 3 Jahren? Und woher kennt sie den oder seit wann kennt sie den? Ja, kennen tun sie sich schon etwas länger. Leider war der Junge auch 1 Jahr im Knast, weil der was verbrockt hat. Wie, der war im Knast? Meinst du das gerade ernst? Und du lässt ihn einfach hier mit ihr hochgehen? Dein Ernst? Ja, der hat sich doch geändert. Das ist ein feiner, netter Bursche geworden. Okay, Mama, alles gut. Und wie, ich gehe dann kurz zu Kevin, ja? Geh kurz zu Kevin. Okay, viel Spaß. Ja, danke. Wie kann das sein, Mann? Ey, Kevin, Bro, Kevin. Sie hat ja wirklich einen Freund, das hätte ich niemals gedacht. Ja, was ist denn? Hä, wie, ja, Bro, ich hab dir doch erzählt, dass ich sie total gern hab und sie mag und dass ich mehr von ihr möchte. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, aber sie hat halt einen Freund, da kannst du auch nicht viel dran ändern. Ich sag dir ehrlich, Mann, ich mag ihn auch nicht so gerne, aber zum Glück hattest du noch nichts mit der. Hä, wie, ich hatte noch nichts mit... Ach so, du weißt... ja, natürlich, ich hatte noch nichts mit der oder so. Also wir haben uns noch nicht umarmt oder sowas, alles gut. Weil stell dir mal vor, du wärst mit der ins Bett gegangen oder so. Ja, das würde ich niemals... Niemals, dann hätte dieser Typ dich umgebracht, Mann. Was? Der hätte mich umgebracht? Ja, letztes Mal, da war so ein Junge, der hat, wie soll ich das sagen? Schau mal, dieser Typ von ihr, er war einmal im Gefängnis, finde ich auch richtig komisch. Und sie ist einfach noch immer mit ihm zusammen. Und während er im Gefängnis war, hat sie halt so einen anderen Freund. Und danach, am nächsten Tag, als er wieder zurück war, ist er irgendwie verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Okay. Ja, das ist ja natürlich gut, dass ich nichts mit deiner Schwester und ihrem Freund hatte, ne? Also, ja, alles, stell dir alles mal vor, Mann, dann wärst du jetzt schon tot. Ich wär tot? Ja, glaub schon, Mann. Vertrau mir, Mann, der hat eine Mafia, der hat alles. Der ist krank. Okay, ich geh kurz hoch auf Toilette, ja? Das ist so lustig, Mann. Ja, Mann. Ja, der wurde geschlagen, Mann, oder so. Hey, was, wie jetzt? Das glaube ich jetzt nicht, Mann. Okay, ich muss ganz schnell hoch, Mann. Och, Mann, das kann doch nicht sein, ey. Ich muss mir erstmal mein Gesicht waschen. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich dachte, sie mag mich. Wie, sie hat jetzt einfach einen Freund, oder wie? Oh, Mann. Ey, warte, da kommen Schritte, Mann. Das hört sich an wie der Freund von ihr. Okay, ich muss schnell in die Badewanne rein. Ich muss mich hier drin verstecken. Okay, jetzt ganz schnell hier drin verstecken. Oh Mann, ey, ich muss echt stark auf Toilette. Und von den 5 Freundinnen ist sie auf jeden Fall die schlimmste. Echt eine Zicke. Aber am Ende zählt es eh nur, dass ich von ihr das eine habe. Ey, was hat der da gerade gesagt? Oh mein Gott, Mann, ich muss so mit Luisa erzählen. Das kann doch nicht sein, als ob er sie einfach betrügt und ganz viele andere Mädchen auch. Ey, was ist das bitte für ein ekelhafter Mann? Boah, ey, aber Mann, wer ruft da denn jetzt schon wieder an? Oh, Elena, der telefoniert gerade. Will die denn jetzt schon wieder? Boah. Also, auf die habe ich jetzt gar keine Lust. Hi Elena, wie geht's dir? Oh mein Gott, der redet gerade mit einer von seinen anderen Freundinnen. Ah, ja, das freut mich aber, dass es gut geht. Und hast du heute schon was vor? Wir können vielleicht heute Abend noch was unternehmen. Der wollte doch was mit Luisa machen. Wie, der will jetzt mit 2 Mädchen gleichzeitig was machen? Ey, der ist so eklig, Mann. Ach ja, perfekt. Dann komme ich heute Abend noch bei dir vorbei, okay?
Ja. Oh, cool. Ich muss das unbedingt Luisa alles erzählen, Mann. Glücklich, ich muss warten, bis er weggeht. Okay, dann bis später, ne? Okay, Schatz, ich hab dich lieb. Ciao, ciao. Was? Er nennt sich einfach Schatz? Ey, wie kann man so ein Ekelhafter sein, Mann? Das würde ich niemals von ihm gedacht, ey. Boah, gar keinen Bock mehr auf die, ehrlich. Tja, was ist das bitte, Peiner? Okay, okay, mein Gott, ich habe jetzt eine Mission, Mann. Ich kann mir jetzt Luisa holen. Okay, ich muss hier einfach nur berichten, was hier passiert ist. Na los, na los, na los. Und raus aus der Badewanne. Das hat doch voll gestunken, Mann. War da Kevin drin? Egal, ganz schnell. Das kann doch nicht sein, Mann, dass er so etwas Ekelhaftes macht. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt in ihr Zimmer und sage das. Ey, du Ekelhafter, was machst du? Hä, die sind hier ja gar nicht. Warte mal, wo sind die? Oh mein Gott, nein, die wollten auf ein Date gehen oder so. Nicht, dass die schon los sind, Mann. Ich muss die ganz schnell aufhalten. Na los, los, runter hier, runter hier, runter. Ah, Kevin, Bro, Kevin. Ich muss dir was Wichtiges erzählen, geht, Mann. Geht, Oxy, was geht? Bro, nimm deine Hand weg, Mann. Ich muss dir was Wichtiges erzählen. Ist echt wichtig, Mann. Was denn? Es geht um deine Schwester, Mann. Ihr Freund betrügt sie. Ja, ich wollte gerade hoch ins Gym. Was ist denn los? Bro, ihr Freund betrügt sie. Hör mir doch zu, Mann. Ihr Freund betrügt sie, Mann. Im Ernst, Bro, ich hab genau gesehen, wie er mit einem anderen Mädchen telefoniert hat und sie Schatz genannt hat. Und er meinte irgendwie, dass sie immer so eine Zicke ist und sowas. Echt, du musst mir glauben, Bro. Ja, okay, guck mal, ich kann verstehen. Du bist vielleicht jetzt ein bisschen sauer auf ihn, weil du hast mir erzählt, dass du sie liebst, aber... Oh, warte mal, glaubst du mir etwa? Glaubst du mir etwa nicht, Bro? Bro, guck mal, das war ich auch mal. Ein Mädchen liebte mich nicht mehr und dann war ich halt auch sauer. Und dann ist das gerade dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst? Ganz ehrlich, dann geh halt, glaub mir halt nicht. Ich muss dich schnell davon abhalten, Mann. Oxy, Mann, bitte stell die nicht, okay? Die gehen jetzt auf ein Date und lass sie in Ruhe. Ey, ganz ehrlich, was ist mit dir, Mann? Ey, ganz ehrlich, ich geh das jetzt sagen. Was soll das, Mann? Nur mit dir, Mann. Du erfindest hier irgendwelche Stories, Mann. Warum glaubt ihr mir nicht? Egal, die stehen da vorne. Okay, ich muss es ganz schnell sagen. So, Kinder, seid ihr bereit für das Date? Freut ihr euch schon? Ich muss heimlich zuhören. Ja, Mama, ich bin so aufgeregt. Das freut mich, mein Schatz. Und du? Ja, ich bin auch schon richtig gespannt, wie das erste Date mit Luisa so werden wird. Ey, das ist so ein ekelhafter Mann. Das freut mich, ihr beiden. Das glaube ich doch nicht, ey. Ich gehe da jetzt ganz ehrlich hin. Aber ich glaube, ich habe noch meine Jacke verloren, weil draußen ist es ja auch ein bisschen kalt. Ich gehe die da mal ganz schnell holen, okay? Okay, mach das. Wer hat seine Jacke verloren? Wie, der rennt jetzt runter? Ey, ganz ehrlich, der geht einfach mit dir auf ein Date. Ich werde dich beschützen, okay? Du bist meine Stiefschwester und ich liebe dich zwar, aber trotzdem. Ey, ganz ehrlich, der wird jetzt sehen, was er davon hat, Mann. Warte, wo ist er? Wo ist er? Wer ist er? Der ist hier doch bestimmt irgendwo. Warte mal. Ey, da bist du ja. Was machst du hier unten, Mann? Ah, ich gehe nur meine Jacke holen. Obwohl, was machst du denn hier? Ich habe das genau gesehen. Ich habe genau gesehen, wie du einfach mit meiner mit meiner Stiefschwester umgehst, Mann. Das geht gar nicht, Mann. Du hast so viele Freundinnen und hast sie auch noch. Was soll das, Mann? Warte, was? Du hast das mitgehört? Du kommst sofort mit. Ich hab das mitgehört. Ich komm sofort mit, Mann. Willst du Stress oder was? Das lass ich nicht zu, Mann. Ey, wie, das ist meine Schuld, Mann. Das ist deine Schuld. Was laberst du, Junge? Ah! Ah, mein Kopf tut so weh, Mann. Wo bin ich? Ey, der Freund hat mich einfach Knockout gehauen. Warte mal, bin ich in einem Knast oder was? Wo bin ich hier? Ey, lass mich hier raus, Mann. Lass mich hier raus. Wo bin ich hier? Mach sofort die Tür auf. Oxy, du warst mir von Anfang an ein Stein im Weg. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Und ich werde dich sterben lassen. Was bist du denn? Ich bin Psycho-Freund, Mann. Lass mich hier sofort raus, Mann. Hilfe. Ich werde dich nicht sterben lassen. Ich werde dich verhungern lassen. Wie verhungern lassen? Mach die Tür auf, Mann. Mach die Tür auf. Warum geht die Tür nicht auf? Bitte, komm wieder, Mann. Komm wieder. Was ist das für ein Bücherregal? Hey, nein. Wie kannst du sein? Der hat mich einfach eingesperrt. Ich bin einfach jetzt für immer. Nein, was soll ich machen, Mann? Okay. Ganz ruhig. Irgendjemand wird dich schon finden. Irgendjemand wird dich bestimmt vermissen. Zum Beispiel, Kevin, auf den ist immer Verlass. Oh Mann, Freunde. Ich muss die ganze Zeit alleine spielen. Wo bleibt denn Orksi? Der wollte doch noch kommen und mit mir FIFA spielen. Oh, es ist jetzt 9 Uhr. Es ist Zeit, FIFA zu spielen. FIFA-Gaming-Zeit. Wo ist der hinten? Das kann doch nicht sein. Was hat er mir zuletzt gesagt? Irgendwas, dass der Freund von meiner Schwester sie betrügt mit einer anderen? Ach, keine Ahnung, was er da geredet hat. Ich schau mal nach, wo der ist, Mann. Oxy, wo bist du? Oxy, Oxylein. Was macht der Freund mit meiner Schwester dort? Ach stimmt, die gehen ja jetzt aufs Date. Ach ja, können wir jetzt losgehen? Ja klar, natürlich, viel Spaß euch. Ja, komm Schatz. Okay, okay. Ciao Kinder. Wo könnte Oxy sein? Ich frag mal meine Mutter. Mama? Ja? Hast du Oxy gesehen? Nee, den habe ich leider nicht gesehen. Der stand eigentlich so vor 10 Minuten noch neben uns und dann ist er auch schon gegangen. Ey, Mann, der hat mir doch versprochen, Freunde, dass er mich nicht mehr vergisst.
Sicher, dass du ihn nicht gesehen hast irgendwo? Vielleicht ist er irgendwie hochgegangen und nicht gekommen und wollte mit mir Fieswach spielen? Hat er nicht irgendwie sowas gesagt? Nee, hat er leider nicht. Tut mir leid, Kevin. Aber guck noch mal genau im Haus nach. Vielleicht ist er ja irgendwo. Ja, kann sein. Okay, danke, Mama. Ey, Freunde, Mann, das kann doch nicht sein, als ob Orxy mich schon wieder vergessen hat. Der hat mir doch eben noch versprochen, heute Morgen, dass ab heute er jeden Tag zum FIFA-Spielen kommt. Obwohl, Freunde, wo mache ich mir überhaupt Hoffnung? Er ist doch eh hier nicht und hat mich bestimmt wieder vergessen, Mann. Freunde, was ist hier passiert? Warte mal, wie ist das aufgegangen? Wo bin ich hier? Hallo, Vasili, hörst du mich? Oxy! Oxy! Was machst du hier, Mann? Ich wusste gar nicht, dass wir hier so einen Killer haben. Der Psychofreund hat mich eingesperrt. Mach die Tür auf, Mann. Ich wüsste, du solltest da hinten irgendwo liegen. Ich versuche dagegen, richtig stark Regen zu drücken. Komm. Ich nehme meine ganze Kraft und... Probier's und... Ich hab's geschafft. Okay, Kevin, wir sind frei, Mann. Jetzt müssen wir unbedingt deiner Schwester folgen. Sie ist in Gefahr, Bro. Warte mal. Also hattest du recht und er hat sie wirklich betrunken. Natürlich hatte ich recht. Eingesperrt. So, dann müssen wir deine Schwester retten, wenn du recht hattest. Natürlich hatte ich recht. Komm, wir müssen ganz schnell zu dem Date, wo die hingehen. Weißt du überhaupt, wo die hingefahren sind? Zum Italiener, oder? Okay, komm schnell. Schnell. Komm, wir sollten gleich da sein. Ey, warte mal, das ist doch eine Disco, Mann. Ich dachte, die gehen zu Flexiboys Italiener Restaurant. Bon Appetit. Dachte ich auch, aber anscheinend haben die Spuren hierhin hergeführt. Hä, wie kann das sein, Mann? Okay, lass schnell in die Disco rein. Ja, vielleicht finden wir die okay, ja hier drin. Boah, die Musik ist echt laut, oder? Ja, die sind da, Bro. Es liegt dich hin. Okay, hast du deine Kamera dabei? Ja, ich habe meine Kamera immer dabei. Okay, komm, wir müssen jetzt nach Beweisen finden, dass der Freund dir fremdgehen oder sowas. Okay, ey, Mann, okay. Hier ist die Musik so laut. Komm hinter den Tisch, ganz leise sein. Okay, lass jetzt zuhören, was sie da sagen. Boah, was ein schöner Abend. Soll ich uns vielleicht noch einen Sekt holen? Ja, warum eigentlich nicht? Okay, ich bin maximum in 5 Minuten wieder da, ne? Ey, das ist okay. Unsere Chance, Mann. Die geht jetzt bestimmt zu den Mädchen da hinten. Genau. Kevin, hol jetzt ganz schnell deine Cam raus. Hol deine Kamera raus. Okay, komm, wir müssen uns da jetzt nicht schleichen. Los. Deine Schwester darf uns ja nicht sehen. Okay, komm mit. Der Mann, der darf uns auch nicht sehen. Komm. Bro, die sind hier hoch. Hier oben. Okay, komm. Räuberleiter. Was sie da machen? Ich weiß nicht. Ich hab's. Komm durch. Komm rüber hier. Und perfekt. Okay, die sind hier lang. Die sind hier nicht. Kamera ist bereit, Mann. Sehr gut. Okay, komm, durch die Tür, Bro. Wir werden ihn jetzt finden, okay? Mach die Kamera ready. Ich will jetzt aufrechnen. Okay, und? Ja. Ah, wir haben dich, Mann. Perfekt. Der ist hier nicht. Was macht ihr denn hier? Wie, was machen wir hier, Mann? Wir haben dich erwischt, Mann. Wo ist das Mädchen hin? Mir war von Anfang an klar, dass ihr hier mir nachlauert. Das Mädchen? Ja, von welchem Mädchen sprecht ihr überhaupt? Das Mädchen, mit dem du rausgegangen bist. Und ich habe das Telefonat vorhin mitgehört. Du betrügst sie einfach mit 5 anderen Mädchen. Was soll das? Erstmal mach hier deine Kamera weg. Mach deine Kamera weg, sonst schieß ich. Mach die Kamera nicht weg. Wir haben das Videomaterial schon gespeichert, Mann. Du kannst nichts machen, ganz ehrlich. Erstmal sagen, du gehst zu Flexiboys Döner-Restaurant oder Italiener-Restaurant und jetzt bist du hier irgendwie in der Disco, Mann. Was soll das? Mann, wisst ihr was? Ich hätte dich von Anfang an erschießen sollen. Du warst mir von Anfang an ein Stein im Weg. Und jetzt bereue ich es auch, warum ich dich nicht erschossen hab. Ganz ruhig, Mann. Eine Waffe, Mann. Chill mal. Du hast eine Waffe in der Hand, Mann. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Ganz ruhig, Mann. Alles wird gut, Mann. Schau mal. Ganz ehrlich, du kannst uns gar nicht erschießen, denn wenn du uns jetzt erschießt, dann wird irgendeiner das da drinnen hören, sofort die Polizei alarmieren und in spätestens 7 Minuten bist du wieder zurück im Knast. Willst du das oder was? Willst du das, Mann? Nein, eigentlich nicht, aber... Wie hast du es überhaupt aus dem Knast geschafft? Ich hab dich doch eingesperrt. Ich hab doch schon so viele eingesperrt und niemand hat es rausgeschafft. Außer du. Was denkst du denn, Mann? Ist echt so, Mann. Wir sind Bros for life. Natürlich helft er mir da raus. Ich helfe ihm da raus und dann, um dich auf die Strecke zu bringen, Mann. Und wir werden das alles Luisa zeigen, Mann. Du wirst noch sehen, was du davon hast. Das geht gar nicht, Mann. Mann, ey, wieso mischt ihr euch überhaupt in mein Leben ein? Ohne euch wäre alles besser. Weil du ehrenlos bist. Wie kannst du einfach nur meinen besten Freund einsperren? Ist es dein Ernst? Ist echt so, Mann. Es ist mein Leben und ich habe hier die Waffe in der Hand. Also redet mal mit bisschen mehr Respekt. Ihr habt mir alles versaut. Woher hast du überhaupt die Waffe, Mann? Warum bist du so ein komischer Psychofreund, Mann? Ich habe Familie und ich will nicht nochmal in den Knast. Und wegen euch beiden, nur wegen euch beiden will ich nicht nochmal in den Knast landen. Weil ihr versaut mir dann alles und...
Mann, bis jetzt. Ey, alles ganz, ganz ruhig, Mann. Bro, ich hab echt Angst, dass er abdrückt, Mann. Ich hab echt Angst, dass er abdrückt. Ich will nicht sterben. Lass ein bisschen weggehen, komm. Hey, hör mal zu. Bleib stehen. Nicht weggehen. Geht an die Wand. Ja, okay. Beruhig dich, Mann. Beruhig dich. Hör zu, Mann. Wir können das auch anders machen. Du brauchst uns nicht umbringen, Mann. Du kannst danach ein besseres Leben beginnen. Und vor allem, so, selbst wenn es mit meiner Stiefschwester vorbei ist, dann kannst du noch was anderes machen. Ey, Mann. Und jetzt weißt du auch, dass sie Orks lieber hat als dich. Bro, das weiß er doch gar nicht. Warum sagst du das, Mann? Scheiß doch nicht so rein, Bro. Du bist richtig schlecht im Bett. Nein. Bro, sag das doch nicht. Was? Was hast du gesagt? Nur ich darf einen betrügen. Nur nicht sie mit mir. Nur ich darf es. Betrügt sie mich oder was? Hör mal zu. Ich hatte nichts mit Luisa. Sie ist einfach nur meine Stiefschwester und wir mögen uns halt einfach nur ein bisschen mehr, okay? Da ist nichts vorgefallen. Leg deine Waffe weg, ganz ruhig. Ganz ruhig. Kevin, red weiter. Ja, und du hast voll den kleinen Dürremann. Junge, was soll das? Das ist so, Bro, scheiß doch nicht so rein, Mann. Ich bin hier der Mann und ich habe eine Waffe in der Hand. Also hab mal mehr Respekt vor mir. Und einmal ein Wort, ich werde dieses Ziel zu Ende bringen. Einmalig werde ich das Ziel zu Ende bringen. Nein. Für immer und ewig. Hey, ganz ruhig, Mann. Okay. Beruhig dich, Mann. Ey, der wird uns jetzt erschießen, Bro. Wir dürfen das nicht zulassen, Mann. Hör zu, du kannst auf den geraden Weg gehen, okay? Alles wird gut, Mann. Nein, das werde ich nicht. Das werde ich nicht hinkriegen. Meine Freundin darf es niemals erfahren, dass ich etwas mit 5 Freundinnen zu tun habe. Wenn sie es erfährt, dann bin ich tot. Wie mit anderen? Ist das dein blöder Ernst? Das sieht falsch aus. Das ist alles nicht so, wie es aussieht. Das ist ein Missverständnis. Glaub denen kein Wort, auf was auch immer die sagen werden. Luisa, hör zu, Luisa. Er wollte uns gerade erschießen und er betrügt dich, Mann. Das wollte ich dir schon von Anfang an sagen. Was mischst du dich jetzt überhaupt in mein Privatleben ein? Ja, ich will dir doch nur helfen. Er betrügt dich und du machst dagegen nichts. Der wollte uns gerade sogar erschießen, der Psycho. Glaub denen kein Wort. Das ist alles Lügen, was sie dir sagen. Das kannst du dir nicht glauben. Du weißt doch, ich liebe dich. Und du mich doch auch, oder? Nach der ganzen Aktion liebe ich dich gar nicht mehr. Ich hab's geschafft. Weißt du was? Du betrügst mich hier mit diesem Alien und verlangst, dass ich dich noch liebe. Das geht zu weit. Das kannst du doch nicht bringen. Was für Betrügen? Du hast 5 andere Mädchen gehabt. Ist das dein Ernst? Okay, aber du kannst jetzt doch nicht einfach so Schluss machen. Das geht doch nicht. Natürlich kann ich das. Ja, komm, beruhig dich ein bisschen. Alles wird gut. Hör zu, mach einfach Schluss mit ihm. Er hat dich betrogen, okay? Und ich und Kevin bleiben immer auf deiner Seite. Wir mögen uns doch auch, oder nicht? Ich mag euch alle nicht mehr. Ihr geht mir so auf die Nerven. Und Oxy, warum machst du solche Scheiße? Ich wollte dich doch nur darauf aufmerksam machen, dass dein Freund dich betrügt und wir mögen uns doch viel mehr. Betrügt dich doch. Ist so. Ach, lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ey, nein, warte bitte. Hey, Mann. Was ist mit der? Warum, Mann? Was hat die überhaupt? Wir haben doch nichts Falsches gemacht. Ey, alles wegen dir, ganz ehrlich. Was ist mit dir? Ey, wisst ihr was? Was soll das? Ganz ehrlich, auf sowas hab ich keine Lust. Lösch die Materialien. Ich hau jetzt ab. Ihr könnt mir gar nichts sagen. Ey, ganz ehrlich, bleib stehen, Mann. Bleib stehen. Ey, nein, er macht die Camps kaputt, Mann. Ey, ist so ein Psychopath, Mann. Ach, Bro, was haben wir nur angerichtet, Mann? Ich hoffe, die ist jetzt nicht so sauer auf uns. Habe ich irgendwie falsch reagiert oder sowas? Freunde, 1 in den Chat, habe ich falsch reagiert? Oder 2 in den Chat, ich habe richtig reagiert. Ey, Bro, was soll ich denn jetzt machen, Mann? Keine Ahnung, eigentlich hast du doch alles richtig gemacht. Was ist denn mit der? Oh, Mann, okay, Bro, komm, lass nach Hause gehen, oder? Komm mit. Bestimmt ist sie zu Hause einfach. Komm mit. Ja. Mann, warum ist es heute so ein Scheißtag? Warum haben die das gemacht? Ich hab doch Oxy so gemocht. Ach egal, die werden es schon wirklich sehen. So, ich mag die so gar nicht. Ich will nicht mehr nach Hause. Ich verlasse einfach die Stadt. Ach Mann, Bro, bestimmt hasst sie mich jetzt, Mann. Wir haben richtig verkackt, Alter. Ach Mann, ich wollte dir das doch nur beweisen. Das war echt keine gute Idee. Ja, aber Bro, ich mochte sie doch, Mann. Ich wollte dir doch nur beweisen, dass ihr Freund ein blöder Betrüger ist. Ja, zumindest haben wir jetzt diesen Psycho-Freund endlich auf die Strecke gebracht und er ist jetzt endlich weg von unserer Familie. Ja, wenigstens. Schau mal, du hast voll viel Dreck im Gesicht, Bro, und ich bin auch voll dreckig geworden, Mann. Was werden unsere Eltern dazu sagen? Papa wird so sauer sein. Ey, Mann, ich glaub das nicht, Mann. Wir haben die Firma verloren. Ey, Papa kommt raus. Da seid ihr! Ich hab mein Schwein fallen. Wo war denn ihr? Ich hab die ganze Zeit mir Sorgen gemacht. Deine Mutter hat geweint. Und wo ist deine Schwester? Papa, es ist etwas Schlimmes passiert, okay? Sie ist einfach verschwunden, Mann. Wir hatten ein Problem. Ich rufe jetzt die Polizei. Rein mit euch. Papa, bitte. Es tut uns leid, Mann. Was ist denn
überhaupt passiert? Ich, wie sieht denn ihr aus? Ihr seid ja komplett dreckig. Was ist denn passiert? Hoch und duschen und schlafen. Ja, okay. Ey, komm, wir haben so verkackt, Bro. Komm, lass schnell hochgehen, Mann. Och Mann, Bro, es ist jetzt einfach morgens, Mann. Ey, glaubst du, unser Vater will mich jetzt anschreien? Warum sollten wir aber drunter gehen? Weiß es nicht, Mann. Der ist bestimmt richtig sauer auf uns noch wegen gestern. Der wird bestimmt richtig sauer auf uns sein. Ey, der kommt, der leise. Hi, Dad. So, Oxy und Kevin. Ich muss mal mit euch reden. Was ihr gestern gemacht habt, war echt nicht okay. Ihr habt eure Schwester mit in den Dreck gezogen. Ihr wart dreckig und deine Schwester ist verloren. Ich hab einen Kriminalpolizisten jetzt angeheuert. Ja, hör zu, Dad. Wir können das erklären, Mann. Dieser eine komische Freund, der hat sich die ganze Zeit... Nein, du musst mir nichts erklären. Gar nichts musst du mir erklären. Weißt du, was ich dir erklären muss? Dass ihr beide ins Haus ab für das nächste halbe Jahr. Aber Papa, das kann so nicht sein. Du, von dir will ich jetzt auch nichts hören, Kevin. Hast du mich da verstanden? Ja, aber Papa, hör mal zu, bitte. Ich hab mir Sorgen gemacht. Deine Mutter hat geweint. Ja, okay, es tut uns ja leid, aber... Entschuldigt euch jetzt sofort bei deiner Mutter. Was ist da geklingelt? Kommt alle mit, sofort! Ja, okay. Ey, Mann, die glauben uns niemals, dass dieser eine Psycho-Freund so ein Psycho ist. Ich hab Dad noch nie so sauer gesehen, Mann. Mann, das letzte Mal, als er so sauer war, war, als wir seinen Wagen, sein Lieblingsauto, in Flammen gesetzt haben. Ach, du grünes Ei, Mann. Okay, komm, lass direkt an die Tür gehen, Mann. Ich glaube, der Kriminaldetektiv-Polizist ist da oder so. Ja, warte, lass Dad mit ihm. Dad redet bestimmt jetzt gerade mit ihm. Schönen guten Tag, Kriminalpolizei hier. Mein Name ist Gustav Günther. Ja, schönen guten Tag, was gibt's Neues wegen meiner Tochter? Ja, also wir haben noch nichts über sie herausgefunden. Das tut mir wirklich leid. Ich erhöhe ihren Gehalt, aber finden Sie bitte meine Tochter. Ich werde mein Bestes tun. Oh nein, unsere Kleine. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihre Tochter finden. Was haben wir nur angerichtet, Mann? Mama weint. Okay, dann wünsche ich Ihnen echt viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin bald wieder da. Oh Mann, was haben wir nur angerichtet? Ja, Dad, es tut uns leid. Auf euer Zimmer! Mann, ja, okay. Alles. Oh Mann. Ach Mann, ich hab so Gewissensbisse, Mann. Was soll ich nur machen? Kevin, denkst du, Dad kann es irgendwann wieder verzeihen, Mann? Wie verzeihen, Mann? Ich hab doch gesagt, das letzte Mal, als er so sauer war, als sein Wagen in Flammen war. Er wird uns niemals verzeihen. Ey, dann, ich muss runtergehen und mich bei ihm entschuldigen. Kommst du mit, bitte? Nein, ich geh da nicht mit, Mann. Ich trau mich nicht. Ja, okay, ich geh runter dann, ich entschuldige mich. Ich muss mich einfach bei Dad entschuldigen, das geht gar nicht. So, na los, runter. Ey, Schatz, seitdem Oxy in der Familie ist, gibt's nur Probleme. Wir haben ihn nur nicht aufgenommen. Wir müssen ihn wieder zurückschicken. Nein, das ist jetzt auch nichts mehr. Unsere Kleine ist weg, ich mach mir so Sorgen. Oha, ja. ich hätte nicht gedacht, dass sie so über mich reden, Mann. Alles wegen ihm, ich werde ihn wieder direkt ins Heim schicken. Ich rufe jetzt das Heim an. Was? Finanzamt das Heim anrufen. Ey, was soll ich nur machen? Kevin. Dad hat gerade gemeint, er will mich wieder zurück ins Heim schicken. Was? Warum denn? Weil Luisa einfach weg ist. Oh Mann, aber das kann auch irgendwie sein, seitdem du hier in der Familie bist, ist irgendwie alles so schlimm. Alles passiert, es passieren keine guten Sachen, seitdem du hier bist. Meinst du das gerade ernst? Ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, wir sind Bros. Ja, aber... Ich glaube, du hast irgendwas, was du mit dir trägst. Ey, ganz, was ist Pech mit dir, ist Mann? Oha, ganz ehrlich, dann lass mich einfach in Ruhe, Mann. Lass mich einfach in Ruhe. Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Kevin will mich nicht mehr, meine Eltern wollen mich nicht mehr. Ich glaub's nicht, Mann. Ich habe einfach alles so schlimm gemacht, seit ich in dieser Familie bin. Ich hätte das niemals gedacht, Mann. Ich bin so traurig, Mann. Was soll ich denn machen? Ach, egal, ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft. Ich glaube, ich werde meinen letzten Tag irgendwie genießen müssen. Hey, Oxy! Was war das? Warte. Luisa, du lebst ja noch. Hey, wie siehst du denn aus? Ja, ich habe gehört, dass meine Eltern dich abschieben wollen ins Kinderheim. Woher weißt du das? Aber wie siehst du denn aus? Warte, ich komm runter. Okay, ich spring runter. Spring runter, ist nicht so schlimm. Das ist voll hoch, bist du dir sicher? Ja. Okay. Luisa, wie siehst du denn aus? Was ist mit dir bitte geschehen? Du bist ja voll... Was? Du siehst voll böse aus. Was passiert? Ja, nach der ganzen Aktion hatte ich einfach keinen Bock mehr auf die ganze Schiene mit brav sein. Ich bin einfach lieber auf die dunkle Seite gegangen. Wie auf die dunkle Seite? Meinst du das gerade ernst? Also bist du jetzt böse? Ich habe halt darüber nachgedacht und ich finde die dunkle Seite einfach viel besser. Ja, und außerdem hattest du recht mit dem Typen. Du warst eigentlich immer für mich da. Das meinte ich doch, aber lass uns doch einfach wieder reingehen und gemeinsam zusammen leben. Vielleicht können wir, so jetzt wo du da bist, können wir bestimmt meine Eltern oder unsere Eltern überreden, dass die mich doch nicht mehr ins Kinderheim bringen. Nein. Die
können gerne mal alleine bleiben mit Kevin. Wir können einfach abhauen. Warte, meinst du, wir zwei einfach abhauen? Oh, Community, das ist meine Chance. Mal eins in den Chat, soll ich einfach mit dir mitgehen? Ja, genau. Wir beide auf der bösen Seite. Komm einfach mit. Ja, okay, komm, lass uns gemeinsam auf die böse Seite gehen, ja? Ja, okay, folgt mir. Aber zuerst kümmern wir uns um meinen Ex. Du hast eine Waffe dabei? Ja, okay, komm. Wir ziehen das durch. Wir kriegen das hin. Ja, okay, komm. Schatz. Ich glaube, ich war ein bisschen zu streng zu Moxie. Ich glaube, ich sollte zu ihm hochgehen und mich entschuldigen. Ja, das war echt nicht okay von dir. Das fand ich auch nicht gut von dir. Oxy ist ein Familienmitglied und wir haben ihn doch lieb. Ja, er ist unser Sohn und wir können nicht einfach so mit ihm umgehen. Ich meine, er ist unser Sohn und ja, das kann nicht sein, dass wir ihn so aussehen. Wir können ihn nicht zurück ins Heim stecken. Nein, das machen wir auch nicht. Wir gehen jetzt hoch zu ihm und entschuldigen uns und dann ist wieder alles gut. Ja, okay. Und ich meine, der Oxy ist auch so ein netter, er ist so ein herzensguter Junge und wir können das nicht einfach mit ihm machen. Komm, Schatz, ja, lass es hoch. Ja, wir haben ja Oxy ganz, ganz lieb. Ja, gut, okay, aber ich gehe jetzt hoch zu ihm und entschuldige mich. Okay, mach den Schatz. Oh Mann, Freunde, ich vermisse Oxy jetzt schon. Es ist Gaming-Abend, er muss doch mit mir jetzt Fortnite spielen. Oh Mann, zumindest habe ich noch seinen Teddy. Aber ich war so böse zu ihm. Wie kann ich das bitte sehr wieder gut machen? Ich habe ihm einfach gesagt, dass er ein Vogel ist. Und dass überall, wo er hingeht, Pech ist. Mann, das tut mir so leid. Was soll ich denn jetzt machen, Mann? Oh, warte mal, Freunde. Es hat geklopft. Wer ist denn Hallo, jetzt? Mach auf! Papa, jetzt nicht, Mann. Oh Mann, ich weine doch hier gerade die ganze Zeit. Los, mach auf. Ich möchte mich bei Oxy entschuldigen. Oxy ist nicht hier. Wieso ist Oxy nicht hier? Ich weiß es nicht. Papa, ist Oxy auch nicht unten? Nein, oben unten ist er nicht. Ich wollte mich hochkommen und mich bei ihm entschuldigen. Wo ist er denn? Weißt du es vielleicht? Nein, ich bin doch voll traurig, Mann. Siehst du nicht? Ich bin voll am Weinen. Der ist einfach weg. Ich vermisse ihn schon. Ich war so böse zu ihm. Ich habe ihm einfach gesagt, dass er... Oh Mann, ich kann das nicht. Mein Sohn, alles gut. Wir werden rausgehen und werden Oxy finden. Der ist bestimmt nur rausgegangen, weil er ein bisschen traurig ist. Ja, und Oxy meinte auch, dass der mitgehört hat, als ihr dort unten geredet habt, dass er zurück ins Kinderheim muss. Oh nein, das tut mir ja so leid. Deswegen würde ich auch kommen und mich bei ihm entschuldigen. Warte mal, also heißt es, dass er nicht ins Kinderheim muss? Nein, der bleibt hier. Oh Mann, das ist gut. Okay, dann komm, lass ihn suchen gehen. Lass das machen. Ich will ihn unbedingt finden, Mann. Er war mein bester Freund. Ist das hier richtig denn in die Richtung? Oder wo müssen wir jetzt überhaupt hin, Luisa? Ja, genau. Ja, in die Richtung. Hier einfach hoch. Aber wo sind wir denn hier überhaupt? Hier ist es voll... Alter, hier sieht es voll ranzig aus und so. Was ist das hier? Ja, wir gehen in meine Wohnung. Was? Du hast hier eine Wohnung gekauft? Hier ist es ja voll... Ja. Voll schön, nice. Alter, Community, was hast du dich bitte für eine Wohnung gekauft? Und ich frage mich immer auch, wie sie aussieht. Aber egal. Ich bin jetzt auf der bösen Seite, Mann. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen böse benehmen. Was stehst du da so blöd rum? Komm schon. Achso, ich komme ja. Was machen wir jetzt? Ich dachte, wir gehen jetzt zu deinem Ex-Freund und ihnen eine Lektion erteilen. Warte. Du bist ja ganz süß, aber guck mal dein Outfit an, das geht nicht. Aber ich sehe doch voll nett aus, oder? Achso, ich muss böse aussehen, meinst du? Ja, genau. Okay, und was soll ich jetzt machen? Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen. Geh erst mal an die Wand. An die Wand hier? Ja, genau. Okay, und jetzt? Mach die Augen zu, ich style dich um. Bist du dir sicher? Trau mir. Okay, ich mach die Augen zu. Kann ich wieder die Augen aufmachen? Wie schaut's aus? Ja, ich bin fertig. Sicher? Ich hab echt Angst, ein bisschen zu gucken. Okay, schau es mir jetzt an. Tja, wie sehe ich denn aus? Ich sehe ja voll böse aus. Und wow, ich sehe, Alter, ich spüre schon die Bösigkeit in mir. Ich sehe ja voll böse aus. Was hast du mit mir bitte gemacht? Ich weiß halt, wie es geht. Also, du magst es? Ja, es gefällt mir komplett. Aber bist du sicher, dass wir es durchziehen mit deinem Ex-Freund? Ja. Also, ich geb dir jetzt auch eine Waffe. Wie, du gibst mir eine Waffe? Dann zeig mal her. Alter, wie sieht die denn aus? Okay. Perfekt, ich hab sie. Alter, wie sieht die denn aus? Sieht ja voll krass aus. Und aber wir werden ihn nicht töten, oder? Wir werden ihn nur bedrohen und dann einsperren, richtig? Weil wir töten doch keine Menschen. Ja, genau. Ach, wir sperren ihn doch nur ein und verhören ihn ein bisschen. Also mehr machen wir nicht. Ihn einfach nur einsperren und verhören. Okay, ich bin dabei. Lass uns Rache an deinem Ex-Freund nehmen, weil er dich betrogen hat und weil er mich und Kevin einfach schlagen wollte. Wie kriegen das denn, okay? Ja, ich habe sogar noch ein paar Leute organisiert, die uns helfen. Okay. Weißt du denn überhaupt, wo er sich befindet? Nein, nicht wirklich. Oh, dein Ernst? Er hat wieder gesagt, er ist bei Flexiboys Italiener Restaurant. Also, wo ist er? Stimmt. Also, er befindet sich bestimmt bei der Disco, richtig? Ja, genau.
Okay, also müssen wir einfach nur zur Disco, dann nehmen wir ihn gefangen und dann machen wir das Ganze. Perfekt, wir kriegen das hin, komm, wir sind jetzt auf der bösen Seite. Siehst du schon, wie das Böse um dir übergeht? Ja, ich spür's genau, wie wir beide jetzt böse werden. Okay, wir kriegen das hin. Ja, wir werden jetzt deinen Freund zur Rache stellen. Komm mit, wir gehen jetzt los, ab zur Disco. Okay, komm, hier sollten wir gleich da sein. Ach, was ein Ekelhafter. Immer sagen, er geht zu Flexiboys Italiener-Restaurant und jetzt ist er wieder bei der Disco. Ey, wir kriegen ihn, okay? Ja, klar kriegen wir ihn. Ja, komm, wir machen ihm das Leben zur Hölle. Okay, komm mit. Er befindet sich bestimmt hier drin in der Disco. Boah, die Musik ist echt schon wieder voll laut. Siehst du ihn schon irgendwo? Ich sehe ihn noch gar nicht. Doch, da vorne. Ob, wo ich sehe ihn auch. Was macht er da schon wieder mit einem anderen Mädchen? Boah, siehst du, weißt du, was wir schon für heute vorhaben? Was für ein Ekelhafter. Wer denkt dir, wer er ist? Ganz ehrlich, egal, du bist ja sowieso nicht mehr mit ihm zusammen. Und schau mal, jetzt, wo du mit mir zusammen bist und wir jetzt beide böse sind, können wir uns eh alles erlauben. Okay, wir kriegen das sowieso hin. Ja, nein, geh doch mal zu ihm hin. Soll ich da jetzt echt hingehen oder wie? Ja, trau dich doch einfach mal. Ja, natürlich trau ich mich. Ich bin der böse Mann von dir. Komm, ich geh da jetzt hin. Warte ab, Mann. Ich geh da jetzt hin. Sorry, Digga. Ich muss gleich kotzen, Digga. Ich hab zu viel Abwehr. Wer bist du denn? Geh weg, du Besoffener. Der rennt weg. Ich muss dich verfolgen. Komm, bleib stehen. Komm, bleib stehen. Bist du ja. Ich hab dich, Mann. Du denkst auch, du kannst weglaufen, ne? Warte ab, ich hol jetzt meine Waffe raus. Du wirst jetzt sehen, Mann. Jetzt hab ich dich, Mann. Warte ab, jetzt kriegst du's auf die Nuss, ne? Ey, bleib stehen, Mann, dreh dich nicht um. Ich werde dich jetzt erschießen. Wer sind sie? Du bist ja gar nicht der Mann. Du kriegst mich nie. Nie wirst du mich kriegen. Da bist du ja beiseite, du komischer Junge. Ey, bleib stehen, Mann, bleib stehen, ich werde dich kriegen. Schnell hier rüber. Warte ab, Mann, warte ab, ich werde dich kriegen. Für Luisa. Oh, er geht hier lang. Okay, schnell hier rüber. Und? Ich hab dich. Bleib stehen. Wo geht der lang? Da lang. Na los. Er geht in die Wallbats. Okay, hier rüber. Na los, ich werde ihn jetzt kriegen. Welcome, wo ist das hier, Mann? Egal. Ey, bleib doch stehen, Mann. Ich werde dich kriegen. Du kriegst mich nicht. Ich werde dich kriegen. Na los. Weiter. Ich werde dir zeigen, wo der Hammer hängt, Mann. Ich hab dich, Mann. Jetzt wirst du sehen, Mann. Was sagst du dazu, Mann? Warum betrügst du einfach meine Freundin? Was soll das? Mann, es tut mir leid. Bitte tu mir nichts. Ich bereue es wirklich. Wie, es tut dir leid, Mann. Sie wird jeden Moment hier sein und dann wirst du sehen. Wir werden dich verhaften, Mann. Wir werden dich einsperren. Nein, aber bitte tut mir nichts an, okay? Warte, da ist ja schon. Du hast ihn, das hast du aber gut gemacht. Endlich habe ich ihn, genau. Ja, wir werden jetzt verhaften, richtig? Na los, komm sofort mit, steh auf. Warte, überlass ihn mir. Aber wozu denn die Waffe? Warte, ich dachte, wir verhaften ihn nur. Was hast du vor? Geh jetzt beiseite oder willst du auch so leiden wie er? Nein, natürlich nicht, aber du meinst doch, wir werden ihn nur einsperren. Ich meine, der Arme, wir können ihn doch nicht jetzt einfach umbringen. Ist das dein Ernst? Boah, überlass es mir. Was bist du für ein Weichei? Lass mich ihn doch einfach töten. Warum Weichei? Du bist doch verrückt, Mann. Wir können ihn doch nicht töten, Mann. Das ist echt zu viel. Guck mal, der Arme bangt schon um sein Leben. Mann, Alter, was habt ihr denn jetzt vor? Bitte sag es nicht. Das kann doch nicht sein. Bitte. Ich bereue es wirklich. Ich mach sowas nie wieder. Ja, nee, dafür was bezahlen. Nein, tu es nicht. Hör zu, leg die Waffe weg, bitte. Er bereut es doch jetzt. Was hast du bitte gemacht? Der Arme. Ich verblute. Was hast du denn gemacht? Nein, wir können doch nicht hier sterben lassen, Mann. Wir müssen ihm helfen. Was hast du nur gemacht? Schnell, jetzt komm, die Polizei kommt. Die Polizei, sie reden. Okay. Was sollen wir machen? Okay. Okay, schnell, wir müssen weg. Die Polizei kommt. Na los. Mein Gott, was haben wir nur gemacht? Schnell weg. Okay, ich glaube, wir haben die Polizei langsam abgehangen. Na los, hier hoch. Okay, schnell in deine Wohnung, Ich hab die ganze Zeit schon die Polizei am Hals. Okay, wir haben es rausgeschafft. Ist alles gut bei dir? Ja, klar. Hörst du, was hast du gemacht, Mann? Er wird jetzt verbluten, er wird jetzt sterben, das hätten wir echt nicht machen dürfen. Ich dachte, wir werden ihn nur gefangen nehmen und verhören. Du meinst das doch am Anfang. Ja, wow, also das war jetzt auch nicht so. Bei mir hätte der auch sterben können und außerdem war es mein Ex. Ja, aber nur weil es dein Ex war, heißt nicht, dass wir ihm so was antun müssen. Ich meine, der hat doch auch Familie. Was wird denn jetzt deine Mutter dazu sagen? Ja, und sie merkt's nicht. Außerdem war ja notlos und von mir könnte er auch sterben. Okay, aber das war echt nicht das Richtige. Sowas hätte man echt nicht machen dürfen. Was stellst du dich so an? Du bist jetzt mein Freund, okay? Ja, okay, ich weiß, du hast ja schon recht, aber das war echt übertrieben. Ja, nee, war's gar nicht. Okay, wenn du meinst, ich muss mich ein bisschen hinlegen. Ich bin echt kaputt. Warte, wie? Ich will schlafen gehen. Ich will mich ein bisschen hinlegen. Nein.
Jetzt ist Kevin dran. Was? Okay, Oxy, und jetzt müssen wir Kevin töten. Warte, Kevin auch noch? Aber schau mal, wir haben den einen jetzt dazu gebracht, dass er im Krankenhaus liegt und jetzt wollen wir auch noch Kevin töten, oder wie? Das können wir echt nicht machen. Ja, klar, was erwartest du denn? Kevin ist doch mein bester Freund, ich mag ihn doch voll gerne. Und ich habe früher mal mit ihm gespielt, weißt du? Ja, das interessiert mich nicht. Und außerdem, guck mal, wie gemein er zu dir war. Er will dich auch nicht mal in der Familie haben. Ja, stimmt schon. Er meinte zu mir, dass ich nicht mehr willkommen bin und er meinte zu mir, dass ich irgendwie wie so ein Pechvogel bin, weißt du? Dass ich so immer Pech mit mir trage. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Nein, absolut nicht. Ja, okay. Ja, dann wir müssen uns einfach rechnen an Kevin, oder? Ja, klar. Okay. Was werden wir mit Kevin machen? Nichts Schlimmes. Aber den sperren wir wirklich nur ein, oder? Also nur einsperren und dann verhören wieder. Ja, klar, sicher. Okay. Ey, Community, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie lügt, Mann. Aber ich weiß es nicht, Mann. Sie ist doch so hübsch und... Bin ich blind vor Liebe? Nein. Okay. Wir werden ihn nur festnehmen und dann verhören, okay? Mhm. Okay. Ich bin echt müde, Mann. Ja, los, geh schlafen. Okay, ich geh jetzt schlafen. Gute Nacht. Oh Mann, Mama, warte mal. Denkst du, das ist eine Spur, dass Oxy hier war? Nein, Kevin, ich glaube, der Hydrant ist einfach nur kaputt. Nein, das kann nicht sein. Das ist... Oxy war hier. Er hat das bestimmt kaputt gemacht, weil er so wütend war. Nur wegen dir, Mann, Mama, nur wegen dir. Wegen dir hat er uns verlassen, weil du und Papa über ihn schlecht geredet habt. Ihr wolltet ihn ins Heim schicken. Ist es euer Ernst? Ach, Kevin, bitte beruhig dich doch. Ich habe deinem Vater gesagt, dass es keine gute Idee ist, ihn ins Heim zu stecken. Mann, das... Wie soll ich ihm das jetzt bloß sagen? Er denkt, ihr wollt ihn... Er hasst euch, Mann. Er hasst euch. So wie mich. Obwohl, ich dachte, es wäre mein bester Freund. Schau mal, Mama. Siehst du das hier? Am ersten Tag, als er zu uns gekommen ist, habe ich ihm hier die Gegend gezeigt. Und wir waren hier vorne und haben zusammen gespielt. Wir haben zusammen Verstecken hier gespielt. Und hier habe ich ihm ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Oh, Mann. Ich vermisse die Zeit. Komm, wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden. Komm mit, Mama. Komm mit. Wir suchen Kevin, schon so. Es wird alles gut. Wir suchen schon den ganzen Tag, aber wir werden ihn finden. Komm mit. Oh Mann, der muss doch irgendwo hier sein, Freunde. Mama, was sollen wir jetzt machen? Kevin, bist du sicher, dass wir die Suche nicht abbrechen sollten? Nein, schau mal, es wird jetzt langsam abends. Obwohl, es ist schon abends. Und als ob wir schon seit heute Morgen suchen, ja? Guck mal, Kevin, wir suchen schon den ganzen Tag. Weil du so traurig bist, habe ich eine Idee. Wir werden mit dem Einkaufen gehen und du darfst dir drei Sachen aussuchen. Drei Sachen aussuchen? Mama, aber ich denke nicht, dass es mich glücklich macht. Ich vermisse doch Orksi. Ich will Orksi zurück. Nee, okay, dann sogar vier, okay? Vier Sachen. Aber morgen suchen wir weiter, versprochen? Versprochen. Orksi wird zurückkommen, da bin ich mir sicher. Ja, okay, gut. Morgen suchen wir ihn weiter, versprochen. Okay, perfekt. Ja, versprochen. Ja, ich weiß zwar nicht, ob das mich wieder glücklich macht, aber lass es ausprobieren, okay? Morgen, weißt du, wo wir noch nachsuchen werden? Wir müssen doch auf dem Skaterplatz nachsuchen. Dort haben wir noch nicht geschaut. Stimmt. Hey, Luisa, da vorne befinden die sich ja schon direkt. Wollen wir jetzt echt wach hingehen und die töten, oder wie? Nein, warte. Wieso? Wollen wir uns weiterhin schleichen? Was sollen wir denn machen? Was reden die da überhaupt? Bestimmt haben die richtig viel Spaß ohne mich und vermissen mich gar nicht, Mann. Ja, safe. Ja, schau mal, die haben so viel Spaß ohne dich und mich. Wir müssen uns echt an denen rächen. Ja, vor allem an Kevin, Mann. Wie kann man so blöd sein, Mann? Der geht jetzt einfach mit meiner Mutter einfach einkaufen und mich hat er bestimmt schon vergessen. Die suchen mich bestimmt nicht mal, oder? Ja, klar. Was denkst du denn? Als ob die sich Sorgen machen würden. Ey, Mann, aber irgendwie, ich will ihn nicht töten, Mann. Er ist doch Kevin. Er ist doch mein bester Freund. Ja, aber er hat selber Schuld. Ja, okay, komm. Wir müssen uns dahin schleichen, ja? Ja, komm. Du bist zu langsam. Ja, ich komm doch. Okay, die sind jetzt da vorne beim Einkaufsladen. Komm mit. Wir müssen da jetzt ganz schnell hin. Nee, hier hinter den Hydrant. Und jetzt weiter. Ey, was machen die da denn bitte? So, guten Tag. Also, ich würde gerne meinen Sohn 4 der neuesten Comics aus dem Laden kaufen. Haben Sie die zufälligerweise da? Ah, Comics. Mein Spezialgebiet. Wissen Sie was? Als ich noch jung war, war ich ein richtiger Comicsammler. Das waren noch die guten alten Zeiten. Ja, kommen Sie mal direkt mit. Schau mal, die lästern wieder über dich. Kommt mal sofort mit. Ich kann euch gerne ein paar Comics zeigen. Ja. Mama, als ob du mir so viele Comics kaufst. Natürlich, mein Junge. Oha, okay, dann komm, ich suche mir welche aus. Und glaubst du echt, der lästert gerade über mich? Ey, ja, das sieht man doch. Ach Mann, warum ist der so, Mann? Egal, wir werden uns jetzt an ihn auf jeden Fall rächen, okay? Ja. Ja, okay, kannst du mir vielleicht gute Comics empfehlen auch? Ich bin jetzt einfach gerade lang gegangen. Okay, wir müssen uns langsam dahin begeben, oder? Ich weiß, ich will vielleicht noch ein bisschen warten. So, abwarten, bis sie rauskommen und dann einfach einsperren, ne? Ja. Okay, dann warten wir noch ab.
So Kevin, ich gebe dir hier jetzt noch ein bisschen Geld, okay? Kauf dir dann noch ein paar schöne Sachen, vielleicht noch ein paar Comics oder so. Nein, Mama, stimmt. Ich muss jetzt auch leider los. Oh Mann, okay, dann mach zu Hause gutes Essen für mich, okay? Weil ich bin so traurig. Ja, ich koche dein Lieblingsessen. Ja, danke. Ich schau mal, die Mutter kommt raus. Alter, ich hab Mama voll vermisst, Mann. Wo läuft sie bitte hin? Sie vermisst. Das ist doch die Mom von Kevin, außerdem brauchst du doch eh keiner. Ja, du hast schon recht, aber ich mag doch Mama voll. Die hat mich damals adoptiert und so. Die war immer voll nett zu mir. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Sei doch nicht einfach so. Ganz ehrlich, du hast mich. Ja, okay, du hast recht. Aber was machen wir jetzt? Die Mutter ist weg und Kevin ist da jetzt noch drin. Warten wir weiter ab oder wie? Ja, warte, bis Kevin draußen ist. Okay, ich schau mich dann weiter um. Ich suche mir das beste Comic aus. Ja, okay. Oh Mann, Freunde, ich möchte den ganzen Abend das Comic lesen, was ich jetzt kaufen werde, um meine Sorgen zu vergessen, um Oxy. Ich mache mir so Sorgen um ihn und ich vermisse ihn einfach nur. Ich bin so traurig. Warte mal, ist das dieses neue Comic? Diese neue Kollektion? Als ob es die hier gibt? Die kaufe ich mir. Das werde ich heute den ganzen Abend lesen, um meine Trauer ein Ende zu setzen. Hallo, kann ich bitte dieses Comic hier? Ach, schau mal, er bezahlt gerade. Ich glaube, er kommt gleich raus. Ja, das ist gut. Okay, dann lass uns kurz abfahren. Er kommt gleich bestimmt raus, Mann. Jeden Moment sollte er rauskommen. Ja, okay, danke. Ich gehe dann, ja? Danke für die Comics. Los, geh jetzt mit der Waffe zu ihm. Okay, komm, Waffe in die Hand. Ey, stehen bleiben, Kevin, Mann. Stehen bleiben, wir haben dich. Na los. Was, warum? Los, Mann. Nimm den Kopf, mach ihn mal in den Kopf. Was hat sich Kevin da bitte für komische Comics gekauft? Die wahre Freundschaft von Naruto Uzumaki? Und was ist das? X-Ray-Tipps und Tricks von... Oxy, kommst du jetzt mal? Ja, Luisa ruft mich. Ich komme. Ja, ich bin da. Hast du Kevin etwas schon reingebracht in den Käfig oder wie? Ja, klar. Hör jetzt auf zu heulen. Ey, bist du dir sicher, dass wir das durchziehen? Ich meine, der Arme, ich mag ihn doch eigentlich voll. Was für Arm? Er will dich mit seiner Familie haben. Ey, Oxy, du weißt ganz genau, auf welcher Seite wir sind. Wir sind auf der bösen Seite. Und außerdem hast du einen Vertrag unterschrieben. Ja, du hast ja schon recht, aber ich meine, der arme Kevin, schau mal, wir haben ihn hier in so ein kleines Gehege reingebracht und ich will ihn da eigentlich echt nicht drinnen lassen. Dein Ernst, tut dieser Lümmel leid? Loser leid? Der hat es doch nicht anders verdient. Und außerdem, nicht mit Mama und Papa wollen ich ihn in der Familie haben. Also, weshalb? Ja, du hast ja schon recht, aber Kevin hat doch nichts Schlimmes über mich gesagt, oder? Obwohl doch, da war ja was. Er möchte dich auch nicht in der Familie haben. Ja, okay, du hast ja recht irgendwo. So, ich hole jetzt einen Gegenstand und rate mal, was das für ein Gegenstand ist. Wie ein Gegenstand? Damit kann man Leute verletzen. Du holst doch kein Messer, oder? Nein, genau, ich hole einen Hammer. Ein Hammer? Was will sie bitte mit Kevin machen? Oh Mann. Ich kann ihn gar nicht in die Augen schauen, Mann. Ich guck einfach weg. Oxy! Ey, Kevin, Mann, es tut mir leid, Bro, aber ich muss dich da einsperren, Mann. Ich liebe meine Stiefschwester und du musst einfach eingesperrt werden, Mann. Du hast mich verraten, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ich sag dir ehrlich, wenn du mich hier einsperrst, dann sind wir keine Freunde mehr. Ja, das sind wir sowieso nicht mehr. Du hast mich verraten, Mann. Du meintest zu mir, ich soll weggehen. Und ich hab alles gesehen, wie du mit Mama alleine Spaß hattest, wie du alleine an unserem Lieblingsort spazieren warst. Alles, doch natürlich, alles hast du alleine gemacht. Die ganze Zeit habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Wie, du hast dir Sorgen um mich gemacht? Und dann gehst du alleine raus, oder wie? Ganz ehrlich, du bist hier jetzt eingesperrt, Kevin, Mann. Ich hab dich gesucht. Hä, wie, du hast mich gesucht? Ich hab dich gesucht, Mann. Ich und Mama haben von morgen bis abends sich die ganze Zeit gesucht. Und warum warst du alleine bei unserem Lieblingsort? Hä? Hast du einfach mich durch Mama ersetzt, nein, oder wie? Weil ich dachte, dass du da vielleicht bist. Wie, du dachtest, dass ich da bin? Also hast du mich die ganze Zeit gesucht, oder wie? Ja, mit Mama zusammen. Die ganzen Tag lang. Mit Mama zusammen. Was hat Papa währenddessen gemacht? Der Paule sagt, war bestimmt auf der Couch Papa und hat sein Bier getrunken. Nein, Papa hat die Polizei kontaktiert, im Heim angerufen, überall, Mann. Ey, das stimmt doch nicht, Mann. Meine Stiefschwester meint, ihr macht euch gar keine Sorgen um mich und keiner von euch braucht mich, ey. Lüg nicht, Mann. Wir lieben dich. Nein, bitte nicht, bitte. Kevin, Mann, was ist mit dir, Bro? Ich will's doch eigentlich auch nicht, Mann. Dann befreie mich endlich, bitte. Im Herzen bist du eigentlich lieb. Das weißt du ganz genau. Sie ist nicht gut für Kevin, dich. Kevin, Mann. Sie hat irgendwas mit dir angestellt. Befreie mich jetzt, befreie mich. Ja, okay, ich befreie dich jetzt. Tu das nicht. Warte mal, der böse Herrscherengel, was ist denn los, Mann? Ich will doch nur Kevin befreien. Ich will wieder gut werden. Ich will nicht mehr böse sein. Ich darf den Vertrag nicht brechen. Ich darf den Vertrag nicht brechen, Mann. Ich muss Kevin befreien, Mann. Du hast ihn unterschrieben und du weißt genau, was passiert, wenn du ihn brichst. Ja, aber ich kann ihm das doch nicht antun, Mann. Er ist mein bester Freund und ich mag ihn dafür zu sehr. Ich will nicht mehr böse sein. Bitte, ich kündige den Vertrag. Du weißt genau, was passiert, wenn du den Vertrag kündigst. Mann, ich will doch einfach nicht mehr, Mann. Ich will nicht mehr, Mann. Ganz ehrlich, dann muss ich halt erschießen. Das kannst du gar nicht. Und wie ich das kann, Mann.
Hä? Wo ist der hin, Mann? Okay, Kevin, ich muss jetzt unbedingt befreien, Bro. Kevin, alles gut bei dir, Bro. Du musst jetzt unbedingt hier rauskommen, Mann. Ey, Oxy, danke, dass du mich befreit hast. Aber wer war das gerade dort? Das war der böse Herrscherengel, Mann. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Das muss ich dir irgendwann anders erzählen. Egal, wir sind jetzt frei, Bro. Komm, wir müssen hier unbedingt raus. Okay, ich komm mit. Okay. Was macht ihr da? Ich befreie meinen besten Freund, Mann. Wir können Kevin nicht töten, Mann. Du bist ein Psycho, Mann. Schwester? Du befreist hier gar keinen. Wie, ich befreie gar keinen? Bitte, komm mit, Kevin. Wir müssen hier unbedingt raus jetzt. Ganz ehrlich, wir wollen hier einfach raus. Ich will nicht mehr böse sein. Das ist mir egal. Du kommst jetzt auch hier rein. Nein, ey, mach die Tür wieder auf. Nein, sie schließt ab. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Warum? Ey, dein Ernst? Ja. Hey, nein, warte. Das ist doch nicht ihr Ernst, Mann. Kevin, was machen wir denn jetzt, Bro? Ey, was ist aus dir bloß geworden? Oh, ich weiß es nicht, Mann. Ich hab sie so gemacht, Mann. Alles wegen mir, Mann. Bro, was soll ich denn jetzt machen? Nein, nicht wegen dir, Mann. Die hat dich so gemacht. Du hast nichts gemacht. Ja, okay, da hast du ja schon recht, aber was sollen wir denn jetzt machen, Bro? Sie hat mich einfach eingesperrt. Die hat mich doch hier auch einfach eingesperrt. Sie hat uns beide hier eingesperrt. Bro, hast du nicht irgendwie schon einen Weg rausgesucht oder so? Irgendwas müssen wir doch finden, Mann. Irgendwas. Nein. Komm, hier raus. Nein, es geht nicht. Hier raus. Nein, hier geht's auch nicht raus. Hier geht's bestimmt raus. Ich muss hier raus, Mann. Ich muss hier raus. Nein, beruhig dich. Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig. Wir kommen hier niemals raus. Kevin, Bro, es tut mir so leid, Mann. Ich hätte dich hier niemals einsperren dürfen. Wir werden wieder Freunde, okay? Wir werden Freunde, nachdem, was du mir angetan hast? Es tut mir echt leid, Bro. Es tut mir echt leid, Mann. Ey, Bro, vertrau mir. Steh wieder auf. Wir schaffen das. Steh okay, auf, Mann. Okay, Mann. Wir müssen uns hier immer zusammenhalten. Okay, ab jetzt halten wir mal zusammen, okay? Okay. Okay, aber wie können wir hier rauskommen, Mann? Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, Bro. Hier geht's ja anscheinend nicht weiter. Ich weiß selber nicht, Mann. Vielleicht finden wir hier irgendwas, denkst du? Weiß es nicht, Mann. Bei uns bleibt keine andere Wahl, außer wir müssen jetzt halt einfach abwarten, bis uns unsere Eltern finden. Ja, gute Idee. Mama wartet schon auf mich und Papa auch. Die finden uns bestimmt. Die suchen nach uns. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt, oder? Boah, diese Serie ist aber echt toll. Die fasziniert mich so sehr, aber wo bleibt denn eigentlich meine Frau? Ah, es hat geklingelt. Frau. Hallo, Schatz. Ist Kevin schon zu Hause? Nein, leider noch nicht. Der ist immer noch nicht aufgetaucht. Hey, ich habe ihm doch die Schlüssel gegeben. Der sollte eigentlich schon zu Hause sein. Deswegen habe ich auch gerade geklingelt. Wieso sollte er denn eigentlich nach Hause kommen? Ja, wir waren beim Comicladen. Ich habe ihm ein paar Comics gekauft. Da muss ich leider schnell los, weil ich zur Arbeit musste. Okay. Und eigentlich sollte er dann wieder nach Hause gegangen sein. Aber das kann doch gar nicht sein. Er ist noch nicht zu Hause angekommen. Ich hole die Polizei, wenn er nicht innerhalb der nächsten 2 Stunden auftaucht. Ich mache mir richtig Sorgen. Erstmal sind Luisa und Oxy weg und jetzt noch Kevin. Ach komm, lass uns erstmal hinsetzen. Komm mit ins Wohnzimmer. Ja, okay. Ich mache mir echt Sorgen. Schatz, es gibt leider auch noch nichts Neues vom Detektiv. Er hat mir noch nichts Neues gesagt. Er findet die beiden einfach nicht, also Oxy und Luisa. Und jetzt ist noch Kevin weg. Alle meine Kinder sind weg. Was soll ich jetzt nur machen? Oh nein, Schatz, das ist ja so schlimm. Sollen wir sie vielleicht selbst suchen gehen? Ja, denn das ist am besten die beste Option. Ich rufe nochmal bei der Polizei an und sage, dass noch Kevin weg ist. Und dann gehen wir selber die Kinder suchen, okay? Ja, komm, lass es machen. Wir müssen alles tun, um unsere Kinder zurückzukriegen. Okay, dann lass jetzt bitte direkt los, okay? Okay, komm. Okay, komm. Ich mache mir so Sorgen. Ich hoffe, wir finden die. Wir werden sie finden. Hey, Oxy. Ja, Kevin, was ist los, Mann? Was ist los, Bro? Aufstehen. Mann, ich bin so müde, Bro. Wir sind hier schon so lange gefangen. Wie spät haben wir es denn bitte? Ich weiß es nicht, aber wir müssen hier unbedingt einen Weg rausfinden. Ich habe das Heilgefühl so verloren. Holy, Mann. Wir haben es bestimmt schon mitten in der Nacht. Ja, wir müssen es hier unbedingt rausschaffen, Mann. Wir sind den ganzen Tag hier gewesen und es ist schon stockdüster. Ey, wir müssen hier irgendwie einen Weg rausfinden, Mann. Bitte. Ey, Mann, ich glaube, unsere Eltern finden uns hier niemals. Wir warten schon seit mehreren Stunden hier. Denkst du, Mann? Wir müssen hier unbedingt einen Weg rausfinden, Mann. Community 1 in den Chat, werden wir es hier irgendwie noch rausschaffen? Irgendwie einen Weg müssen wir finden oder so, Bro. Wir haben schon alles durchgesucht, aber wir werden es hier nicht rausschaffen, Mann. Mann, was sind überhaupt diese ganzen Knochen hier? Verstehst du auch nicht. Denkst du, sie hat hier schon mal Leute eingesperrt? Das sieht irgendwie nicht aus nach Menschen. Das sieht auch nicht aus nach Menschen, Mann. Hey, Bro, was sollen wir machen, Mann? Ich will einfach nur nach Hause zu Mama. Ich will einfach nur nach Hause zu Mama und Papa, Mann. Ich will einfach mit Papa wieder reden und mit Mama wieder reden und Mamas Essen. Ich will einfach nach Hause, Mann. Ja, natürlich, ich will doch auch nach Hause, aber wir schaffen es nicht. Wir müssen nachbleiben. Hör zu, Kevin. Genau. Wir müssen irgendwie überlegen, Mann. Ich hab auch gehört, Mann, man kann ohne Wasser nur 3 bis 4 Tage aushalten. Essen ist jetzt nicht so das Problem, aber wir brauchen ganz dringend Wasser, Mann. Mein Hals ist schon trockener als Chips, Mann.
Warte mal, denkst du, wir können hier irgendwie das aufdrehen, diesen Wasserhahn? Ach Quatsch, Mann, was bringt uns denn der Wasserhahn? Denkst du, dann entsteht irgendwie ein CO2-Druck, mit dem wir das aufmachen können? Also, ach, Bro, das ist völliger Quatsch, Mann. Du bist hier auch schon länger als ich drin, oder nicht? Warte mal. Du hast die Waffe dort liegen gelassen. Warte mal. Ah, stimmt, die Waffe liegt da ja noch. Ey, vielleicht können wir da rankommen und dann... Raus. Genau, vielleicht komme ich da ran. Okay, du musst mir aber irgendwie helfen, komm. Komm, ich muss dich kriegen, Mann. Da ganz vorne und... Ich hab die Waffe, Mann. Ich hab die Waffe. Denkst du, da ist noch Munition drin geladen? Denkst du, du kannst eine Waffe benutzen? Na, natürlich kann ich die Waffe benutzen, Mann. Ich hatte eine Ausbildung beim bösen Horrorengel, aber wir müssen es ja irgendwie rausschaffen. Ja, dann schieß doch das Schloss auf. Aber so wie bei den Filmen. Okay, wir haben nur einen Schuss, glaube ich, zur Verfügung. Wenn der Schuss nicht klappt, dann sind wir hier für immer drin und werden hier wahrscheinlich sterben. Das ist dir selber bewusst, oder? Schieß schon auf, Mann, ich will hier raus. Okay, 1, 2, 3 und... Hat's geklappt? Es hat nicht geklappt, Mann. Es hat nicht geklappt. Doch, es hat geklappt. Drück dagegen. Komm. Okay, 1, 2, 3 und... Es geht. Ist aufgegangen. Wir müssen jetzt unbedingt raus, Mann. Komm, jetzt noch das Bücherregal. Helf mir beim Drücken. Okay, 1, 2, 3 und... es hat geklappt. Okay. Wir sind frei, Mann. Wir sind frei. Wir haben es geschafft, Kevin. Warte mal. Wir haben es einfach geschafft. Ja, Mann, wir haben es geschafft, Oxy. Kevin. Wir sind ein Team. Wir schaffen das. Komm hoch, komm. Okay, wir müssen ganz leise sein, Mann. Ich muss das hier zumachen. Okay, perfekt. Ich will endlich was trinken und essen. Oh, schau mal, hier ist überall trinken, Mann. Bedien dich ruhig, Mann. Du hast bestimmt voll lange nichts mehr getrunken, oder? Ja. Komm. Okay, perfekt. Ich weiß. Boah. Okay. Kevin, was hast du da bitte getrunken, Mann? Nein, was hat er bitte getrunken? Kevin, du bist doch viel zu jung dafür. Hey, okay. Hey, Bro, du bist betrunken. Egal, steh auf, komm, ich helf dir auch. Okay. Komm, wir müssen jetzt rauskommen, ja? Wir müssen jetzt rauskommen. Folgt mir ganz leise. Okay, wir müssen ganz leise. Ganz ruhig. Okay, Kevin, hör zu, wir werden es hier rausschaffen, ja? Wir werden es hier rausschaffen, genau. Ja, nach Hause. Warte mal. Warte, die schläft da, Mann. Nicht hingehen, Mann, sie schläft da. Bro, du bist betrunken, Mann. Komm da weg. Komm da weg, Bro, das ist deine Schwester. Nein. Komm da weg. Oh nein. Bro, renn. Komm hier runter. Sie verfolgt uns. Komm. Hier rein. Komm. Weg hier. Komm, lauf, Bro, wir müssen hier weg. Hier lang. Oh nein. Müssen weg. Sie darf uns ja nicht finden, Mann. Bro, das hättest du nicht machen dürfen, Mann. Komm. Lauf. Was laberst du, Mann? Sie ist deine Schwester. Hier durch. Dann los, das weiter. Die wird uns verfolgen. Ich renne ja schon. Glaubst du, sie weiß, wo wir sind? Dann los. Warte mal, was ist das hier? Ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, wir haben sie. Sie kommt. Hoch. Hier raus. Das geht nicht auf, Bro. Das geht nicht auf, Mann. Das geht nicht auf. Komm. Weg hier. Komm. Na los, wir müssen weg. Hier geht's hoch. Komm. Schnell. Okay, weiter. Rennen. Weiter. Okay. Die steckt hinter uns, Ey, was ist das hier für ein verrückter Ort? Los. Ah, sie schießt. Komm, nimm meine Hand. Perfekt. Weiter. Nein. Weiter. Okay, immer weiter hoch. Sie kommt, Bro. Los. Komm, lauf. Und nimm meine Hand. Perfekt. Ey, hör zu, Luisa, wir können darüber reden, Mann. Wir können echt darüber reden. Bitte nicht. Bitte. Was reden? Schau mal, du kannst auf die Liebeseite gehen, Mann. Bitte. Ich bitte dich. Was für Liebeseite? Träum doch weiter. Okay, Kevin, lauf, sie kommt. Weiter. Mann, was okay, okay. Jetzt tun? Ey, warte. Ich bleib da hinten stehen, ich versuch mit dir zu reden. Luisa, hörst du, wir können echt darüber reden, okay? Wir mögen uns doch. Hörst du, wir waren doch immer ein Liebespaar, oder nicht? Ich bitte dich. Geh weg! Warum, Mann? Ich dachte, wir mögen uns. Geh noch einen Schritt weiter und ich erschieße dich. Okay, übertreib nicht so. Schau mal. Wir beide haben voll viel gemeinsam. Jeden Morgen haben wir die gleichen Cornflakes gegessen. Wir sehen sogar gleich aus, meine ich. Bitte. Ja, und trotzdem. Jeder hat mich hintergangen. Nicht mal meine Familie steht hinter mir. Aber schau mal. Selbst der böse Herrscherengel, ich habe ihn fast erschossen, Mann. Wir können zusammen, ich weiß, wir haben den Vertrag unterschrieben, aber wir können es da rausschaffen, okay? Ich bitte dich. Sag sie noch einmal, geh weg von mir. Okay, ey, Kevin, Mann, sie wird uns echt töten. Luisa, überleg dir es ganz gut. Wenn du uns jetzt tötest, dann hast du ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und vor allem, das ist dein Bruder und ich dachte, wir lieben uns. Ja, Luisa, und bitte. Nein, es ist mir egal, wenn ich euch umbringe. Ich krieg doch eh dafür Geld. Wie, du kriegst dafür Geld? Von wem? Wer hat dir Geld angeboten?
Sag ich euch nicht. Okay, okay, hör zu, Luisa. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit. Wir beide werden einfach lieb, gehen wieder zurück zu Mama und Papa. Die haben uns bestimmt vermisst, weißt du? Oh, jetzt hör auf, das zu sagen. Jetzt geh einfach weiter. Sie weg, komm weg, komm weg. Ja, okay, okay. Wo sind wir hier überhaupt? Wo sind wir hier überhaupt? Was ist das hier für ein Ort? Ja, das werdet ihr noch rausfinden. Kevin, Bro, sie wird uns umbringen, Mann. Hey, Luisa, hör zu. Luisa, bitte. Hör zu. Ich war immer auf deiner Seite. Du willst mich jetzt ernsthaft töten? Ich hab dich geliebt, Mann. Ja, und? Ja, ich weiß, dass du mich geliebt hast. Ich hab dich doch auch geliebt. Ja, aber dann lass uns doch wieder zusammenfinden. Ich meine, wenn wir uns schon mal geliebt haben, dann können wir es immer noch schaffen, weißt du? Nein, es geht nicht mehr. Warum nicht? Bitte. Ich Luisa, wir beide schaffen es, wieder lieb zu werden. Unsere Familie, sie wird traurig sein darüber, dass wir alle sterben. Genau. Ich sterbe nicht, ihr sterbt. Nein. Bitte. Sie meint das echt ernst, Mann. Was machen wir denn jetzt, Bro? Wir sind so gearscht, Mann. Ich weiß nicht, Hey, alles gut. Okay, Kevin, geht's immer weiter runter, Mann. Was ist das hier? Hör zu, Lisa. Kevin liebt dich, ich liebe dich und wir sind eine glückliche Familie, okay? Außerdem hat mein Ex-Freund mich doch auch betrogen. Ja, aber schau mal, dein Ex-Freund, ich hab dir auch dabei geholfen, oder nicht, dass ich ihn dabei erwische und es dir dann gezeigt. Ja, wow, du standest zwar hinter mir, aber die Kugel kommt von vorne. Aber dann, Kevin, was machen wir denn jetzt, Mann? Was machen wir denn jetzt, Bro? Ich weiß nicht, Mann. Wir hatten doch so eine schöne Kindheit zusammen. Weißt du noch, wie wir uns immer geärgert haben? Lass uns das noch wiederholen und alles von neu anfangen. Genau. Kevin mag dich, ich mag dich. Nein, es wird nie wieder alles wie früher. Okay. Kevin. Was machen wir denn jetzt? Los, jetzt geht weiter nach hinten. Okay. Oh, shit. Hör zu. Oh, es ist hier so, geht hier so weit runter. Das sind bestimmt 10.000 Meter, Mann. Hör zu, Luisa. Überleg dir es nochmal ganz gut, okay? Wir mögen uns doch. Entweder du springst. Ja gut, ich habe mich zwar auch gemacht. Ja, schau mal, wenn wir uns gemacht haben, dann lass es uns bitte. Ich kann wieder lieb werden. Guck mal, wie wir aussehen. Das sind doch nicht wir. Wir sind lila oder so. Wir leuchten ganz komisch. Das ist alles nur wegen der bösen Kraft, Mann, bitte. Es geht weiter. Mann, ich bin jetzt 11 Jahre alt. Ich will nicht sterben. Hey, du ja, bist 11, Bro? Okay, bitte, Mann. Kevin, ich glaube, wir werden sterben. Das war wohl unser Abschied, Mann. Ich hab dich immer gemocht. Ich hab dich immer gemocht. Ich hab dich immer gemocht. Ich liebe dich auch. Komm, eins. Okay, auf drei springen wir. Ja, auf drei springen wir. Wir müssen das überleben, Mann. Entweder ihr springt jetzt oder ich töte euch. Okay, auf drei, Bro. Eins. Und zwei. Und. Kinder, was macht denn ihr da? Dad? Warte mal, ich hab euch überall gesucht, eure Mutter weint da unten und ihr seid auf einer Kippe. Ich hab euch tagelang gesucht. Dad, wie hast du uns bitte gefunden, Mann? Ich hab dich so vermisst. Ja, ich hab einen Detektiv geholt. Und Kevin, wo warst du eigentlich? Du warst mit deiner Mutter Comics kaufen, wo auf einmal bist du verschwunden. Und wie seht ihr beide denn aus? Hör zu, Dad, es ist vieles passiert, Mann. Luisa, hör mir zu, Dad, sie hat... Nein. Ich und Axel sind die Bösen und Kevin ist halt der Liebe und wir fangen ihn. Wie ihr spielt Fangen und haut von zu Hause ab? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist denn mit euch los? Runter jetzt sofort! Kevin, Luisa, bitte, Mann. Das macht doch gar keinen Sinn, was ihr da labert. Ey, Mann, ich glaube, die spielt das alles nur. Ich glaube das auch, Mann. Ich habe total Angst, Mann. Hey, Dad, was machst du? Dad, pass auf, nein! Dad! Nein! Dad! Was hast du gemacht, Mann? Du bist wahnsinnig, Mann. Ich habe Besitz von ihr ergriffen. Jetzt seid ihr dran. Hä? Ich habe Besitz von ihr. Jetzt seid ihr dran. Mein Kopf tut so weh, Mann. Wo bin ich hier? Kevin? Kevin, hörst du mich, Bro? Pass auf, die Stiefschwester, sie hat eine Waffe. Kevin, wo bist du, Bro? Kevin, was ist passiert, Mann? Community, ich bin hier irgendwie aufgewacht, Mann. Woran kann ich mich doch erinnern? Ich stand auf irgendeinem Dach, da war dann die Stiefschwester mit einer Waffe. Sie hat... Oh nein, sie hat meinen Dad von der Klippe da geschmissen, Mann. Oh nein, Dad, ey. Ruhe in Frieden. Aber wo ist Kevin hin, Mann? Das kann doch nicht sein, ey. Kevin, Bro, wie bin ich hier überhaupt hingekommen? Wo bin ich hier überhaupt? Mann, ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll. Hallo, hört mich irgendjemand? Oh Mann, hier ist ja niemand. Bitte, ich brauche Hilfe. Hallo? Meine Sohn, hörst du mich? Ja, ich höre sie. Ich kenne doch irgendwoher die Stimme, Mann. Wo sind sie? Komm zu meiner Stimme, meine Sohn. Die Stimme kommt von hier, Mann. Wo sind sie denn? Nicht da lang! Hinter dir! Oh, sie sind hinter mir! Warte mal, ich kenne sie doch irgendwoher, Mann. Irgendwoher habe ich sie schon mal gesehen, oder?
Sie sind doch dieser Sohn, jetzt redest du nicht um heiße Brei. Okay, okay, hören Sie mal zu, alter weiser Mann. Ich weiß nicht, warum Sie immer irgendwie in Schwierigkeiten auftauchen, aber es ist etwas sehr, sehr Schlimmes passiert, Mann. Meine Stiefschwester hat Kevin entführt und da war irgendwie so ein Geist in ihr oder so. Bitte, können Sie mir irgendwie helfen? Ja, ja, was ist los? Es wird der Tag kommen, wo du deine Worte wiederkehren wirst. An diesem Tag wirst du erkennen, wer sie ist. Wie meint sie das, alter großer Herr? Wie meinen Sie das, Mann? Machst du deine Augen auf? Hören Sie zu. Ich habe echt keine Zeit dafür. Sie tauchen immer in Schwierigkeiten auf. Und das letzte Mal haben Sie mir sogar einen guten Ratschlag gegeben. Schauen Sie mal, ich war auf irgendeinem großen Hochhaus und Kevin war da. Und ich kann mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern. Aber die Stiefschwester war da mit so einer bösen Geisterstimme. Und ich bin hier irgendwie hingekommen, Mann. Ich bin hier einfach aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich sage nur, machst du deine Augen auf. Guckst du in Auge von anderen, dann erkennst du die Wahrheit. Tschüss. Dann aber hören Sie mal, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hallo? Das kann doch nicht sein, Mann. Okay, okay, hör zu, ich muss irgendwie... Warte mal, was liegt da auf dem Boden? Oh, da liegt eine Taschenlampe, Mann. Okay, ich muss jetzt irgendwie Kevin finden. Kevin? Hallo? Kevin? Der muss hier doch irgendwo sein, Mann. Aber was meinte der alte, weise Mann? Ich hab's gar nicht verstanden, Mann. Egal, ich muss mit meinen Augen gucken und die Wahrheit erkennen oder so. Kevin, der muss hier doch irgendwo sein. Warte mal, das Parkhaus kenne ich irgendwoher. Das ist doch die Disco. Vielleicht finde ich hier jemanden, der mir helfen kann. Kevin, bist du irgendwo? Warte. Und? Aha, hier ist die Disco gewesen, stimmt. Kevin, bist du hier? Nee, hier ist alles leer, Mann. Ey, was soll ich denn machen, Mann? Wo soll ich jetzt hin? Oh Mann, ich werd niemals hier rausfinden, Mann. Ich muss die Hoffnung einfach aufgeben. Ich frag mich, was mit Kevin gerade passiert. Ach, Kevin, Mann, ich hab ihn doch so gemocht, ey. Er war mein bester Freund. Warte mal, Freunde. Wo bin ich hier? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Mann, was ist das hier? An welchem Ort bin ich hier, bitte sehr? Wo ist Roxy? War ich nicht mit ihm zuletzt? Oh Mann. Mein ganzer Kopf, er tut so weh, ich kann mich an nichts erinnern. Wie bin ich hier gelandet? Warte mal, ich bin auf einer Krankenliegestation. Oh, warte mal, habt ihr das gehört? Da war irgendwas oben. Egal. Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Wo bin ich überhaupt? Bin ich hier in der Stadt? Nein, das sieht nicht wirklich aus nach der Stadt. Das sieht aus wie ein gruseliger Ort. Ich will nicht an einen gruseligen Ort. Ich bin noch zu jung, um zu sterben an einem gruseligen Ort. Oh nein. Okay, ganz ruhig. Warte mal. Hier ist irgend so ein Dokument. Was steht da drauf? Töte ihn. Wen töte ihn? Was meinen die damit? Warte mal, was machen die Bücher hier? Oh, was ist das für ein Buch? Wie? Warte mal, Freunde, wer ist das dort? Ist das Orksi? Orksi, bist du das? Oh nein, das ist nicht Orksi! Oh nein, was war das? Oh Mann, Freunde. War da nicht irgend so ein komischer Typ, der hat so komisch grün gefunkelt. Ich geh mal. Warte mal, ist das meine Schwester? Das ist meine Schwester. Lisa, was machst du hier? Nichts. Was machst du hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich weiß selber nicht, warum ich hier bin. Warte mal. Jetzt kommt mir alles zurück. Meine ganzen Erinnerungen. Du bist es. Du warst es. Kevin, es ist alles okay. Wie, alles okay? Ey, überleg mal. Geh auch einfach auf meine Seite. Ich meine, es ist doch nicht so schlimm. Warte mal. Du warst es ganz genau. Du warst es. Irgendwas ist passiert. Ich kann mich nicht ganz erinnern, aber irgendwas ist passiert. Irgendwas Schlimmes hast du getan. Na, ich habe gar nichts getan. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ehrlich? Bist du lieb? Ja. Ey, warte mal. Ich glaub dir kein Wort, du bist nicht nett. Ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Warte mal. Du hast Papa umgebracht. Du hast Papa umgebracht. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, Kevin, glaub mir. Ich kann mich erinnern. Kevin, du bist mein Bruder. Ich lüg dich nicht an. Doch, du lügst mich an. Und wo ist Roxy? Hast du den auch umgebracht? Wo ist Roxy, Mann? Ich weiß nicht, wo Roxy ist. Ich hab ihm nichts getan und ich hab generell gar kein was getan. Das ist eine Lüge! Eine Lüge! Das ist keine Lüge! Niemand wird dir das glauben! Ich werde zur Polizei gehen! Du hast alle umgebracht, Mann! Du hast alle umgebracht, meine ganze Familie! Es ist eine Lüge! Du hast alle umgebracht! Alle umgebracht! Ich bin mir ganz sicher, du lügst! Es bringt nichts. Er versteht es nicht, Luisa. Ich glaube, wir werden ihn erstmal in Gewahrsam nehmen. Luisa, tu es! Was tun? Nein! Lass mich in Ruhe! Ah, Schwester! Nein, bitte nicht!
Was war das, Mann? Das kam von oben, das war doch bestimmt Kevin. Okay. Kevin, bist du irgendwo? Kevin! Kevin, was war das für ein Geräusch? Kevin, ich muss dich unbedingt finden. Okay, das kam von... Und hier oben kam das bestimmt. Kevin, ich werde dich retten, Bro, halt durch. Oh Mann. Warte. Oh, das riecht voll nach Kevin, Mann. Lag hier etwa drauf, oder wie? Kevin, ich werde dich retten, Mann. Du bist hier doch bestimmt irgendwo oben. Kevin, da bist du ja. Geht's dir gut, Bro? Kevin, mein Gott, ich hab dich gefunden, ey. Kevin, zum Glück geht's dir gut, Mann. Ist alles gut bei dir? Kevin, hörst du mich, Mann? Warum redest du nicht? Warte, Kevin, was ist los, Bro? Der hat dein Klebeband auf seinem Mund. Warte, ich muss abmachen. Oxy, was machst du denn hier? Luisa, ich weiß genau, was du getan hast, Mann. Du hast Dad die Klippe darunter geworfen, Mann. Was hast du mit Kevin gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast nichts gemacht? Kevin, sei mal kurz leise. Luisa, was ist los? Ich bin lieb. Was hast du? Du bist lieb? Ich weiß doch genau, du bist immer noch auf der bösen Seite, genauso wie ich. Nein, Oxy. Natürlich, Mann, du hast Dad irgendwie... Du hast einfach Dad getötet, Mann. Und mich und Kevin hast du hier einfach hingebracht. Nein, wo sind wir hier? Oxy, das hab ich nicht. Wir können so leben, wie du es wolltest. Was meinst du mit Leben, wie ich es wollte? Ja, auf der normalen Seite. Auf der normalen Seite? Meinst du das ernst? Wir beide? Ja. Okay, aber mit Kevin, oder? Warte, ich mache ihm sein Klebeband ab. Kevin. Nein. Warum nicht? Dame Kevin, Mann, wieso ist dein Mund überhaupt zugeklebt? Keine Ahnung. Kevin, was ist mit dir passiert? Du hast ihn nicht gesehen, oder wie? Kevin, kannst du reden? Hallo? Warte, Kevin, ich mache ihm mal sein Klebeband ab. Oxy, vertraue ihr nicht, Mann. Sie wollte mich umbringen. Sie hat meine Beine mit einem Hammer kaputt gemacht. Wie, was ist passiert, Mann? Ist mir egal, was passiert ist. Sie ist böse. Nimm die Waffe dort vor. Okay. Ich kann sie nicht abknallen, Mann. Ich kann sie nicht abknallen. Ihren Kopf, da ist so ein böser Mann. Knall sie ab, Mann. Aber ich kann sie nicht abknallen. Luisa, was, wovon redet er? Ich weiß es nicht. Was meint er? Ich muss Kevin vertrauen. Es tut mir leid. Warte mal. Was ist passiert? Wie sehe ich überhaupt aus? Warte, Luisa, du siehst wieder ganz normal aus. Geht's dir gut? Ist alles gut bei dir? Ja, natürlich sehe ich normal aus. Aber was wollt ihr denn überhaupt von mir? Was meinst du? Kevin, geht's dir auch wieder gut? Luisa, es ist vorbei, Mann. Wir sind nicht mehr böse. Kevin, ist alles gut bei dir? Wir waren nie böse. Wir waren nie böse. Was redest du? Kevin, du kannst dich auch noch dran erinnern, oder nicht? Wir waren doch... Was redest du da? Mann, Oxy, tu nicht so. Ja, du hast meine Beziehung kaputt gemacht, jetzt laber nicht. Warte mal, Luisa kann sich da nicht mehr dran erinnern, dieser böse Engel, wo wir den Vertrag unterschrieben haben. Und böse geworden. Was für ein Engel? Vasili, deine Beine waren gerade noch gebrochen. Du kannst dich da doch auch noch dran erinnern, oder nicht? Meine Beine gebrochen? Ah, du meinst, als wir beim Fangspielen ich auf die Fresse geflogen bin? Ja. Warte, was? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Luisa, kannst du überhaupt noch gut? Wie jetzt? Das ist doch gerade alles passiert, oder nicht? Das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Schau mal, ich glaube, das ist, weil du so viel geträumt hast. Du hast viel geschlafen und so. Deswegen hast du ein bisschen geträumt. Bro, was redest du denn? Ich kann mir das nicht alles ausgedacht haben, Mann. Ich weiß doch genau. Du warst eingesperrt und dann musste ich dich retten und du warst böse und wir... Foxy, was ist komm, wir müssen nach Hause gehen. Papa wartet auf uns. Luisa. Komm mit. Was ist hier los, Mann? Papa wartet auf uns. Ja, ich komme. Was reden die überhaupt? Egal, wir müssen schnell nach Hause. Wenn die sehen, dass Dad fehlt und er tot ist, dann werden die mir bestimmt glauben. Ich weiß selber nicht, was mit denen ist. Egal, komm, schnell nach Hause, Mann. Kinder, willkommen zu Hause. Hi, Dad. Du lebst? Ihr seid ja noch da, was geht ab? Okay, erstmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich das ganze Video bis zum Ende angeschaut hat. Und jetzt kommen wir erstmal zur Überraschung, Freunde. Und zwar, ich muss euch leider enttäuschen. Es gibt gar keine Überraschung. Es tut mir sehr leid, Freunde, ich habe euch ver... Stopp, Oxy. Hast du vielleicht Lust, Staffel 2 zu drehen? Warte, meinst du das gerade ernst? Ja, natürlich. Ja, okay, let's go.